So, Aufnahme läuft. Okay. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute haben wir mal zum Jahresabschluss einen Stammtisch für euch vorbereitet. Es ist mal wieder soweit, ich weiß gar nicht, wann der letzte schon her war, aber so in der Regel machen wir so ein bis zwei Stammtische pro Jahr. Und das Wort Stammtisch enthält zwar so eine gewisse Art und Weise den Stamm, ja, aber der wechselt und variiert auch mal ab und zu so ein bisschen. Und deswegen haben wir hier heute sehr viele Neuzugänge auch am Start, wo ich mich auch sehr gefreut habe, dass sie auch Zeit gefunden haben und dass wir heute hier zusammen sitzen und ja, über verschiedenste Themen vom Jahre 2021 in Shakes and Fidget euch berichten können und darüber nochmal so ein bisschen philosophieren, ein bisschen umherreden, was so das letzte Jahr passiert ist und was noch viel wichtiger ist, was das kommende Jahr 2022 für uns bereithalten könnte, was dort kommen könnte. Und ja, worauf sich die Community und die einzelnen Spieler, die hier im Stammtisch drin sind, am meisten freuen. Als allererstes begrüße ich erstmal alle Leute, die hier mit am Start sind. Ich fange mal an mit den Ignil, der ist oben hier links in der Cam. Ich weiß nicht, ich werde das, glaube ich, so ein bisschen übereinander staffeln. Auf jeden Fall ist der Ignil am Start das erste Mal. Herzlich willkommen. Danke, danke. Freut mich, hier zu sein. Ja, kennen ja bestimmt auch einige wir haben heute sehr hohe Spieler hier am Start und zum nächsten hohen Spieler kommen wir jetzt und zwar ist der Derafin auch am Start. Hallöchen. Ja, moin, schön, dass ich da sein kann. Ja, freut mich auch sehr. Dann haben wir den Hanrizzle am Start, den kennt ihr ja durch die letzten Stammtische auch bei mir oder verschiedenste Videos oder von sich aus. Nicht zu allerletzt durch das Giveaway letztens gerade. Hallöchen, Basti, grüß dich. Grüß dich, hi. Ich bin nicht hoch, also weder real noch ingame mit 451, 52, also wahrscheinlich eher so mittel. Ja, eher so mittel, ja. So, dann haben wir auch einen Gast hier am Start, der auch das erste Mal, ich glaube, überhaupt auf meinem Kanal mit dabei ist. Nee, stimmt nicht. Zum Start von irgendeinem Server war ich, glaube ich, mal zu Gast bei Paul im Stream. Aber so, jetzt ist er, glaube ich, das erste Mal auch hier richtig bei mir zu Gast auf dem Kanal. Und das ist der Mozone vom offiziellen Shakes and Fidget Kanal. Herzlich willkommen. Hallöchen, ich grüße dich. Vielen, 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 vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein kann. Ich war ja noch nie dabei, hast du ja gerade gesagt, und das erste Mal hier in der großen Runde. Ich bin jetzt auch, wenn ich mich anschließen kann, auch nicht der höchste Spieler. Aber ich gehe stramm auf meine ersten 500 zu. Das ist ein ziemlich alter Account, der war auch mal ein bisschen inaktiv, deswegen, der wäre schon drüber, aber wir sind bei 499. Ich denke mal, am 1. oder so werde ich mal mit dem Legendary Dungeon Equipment gucken, was geht. Ja, sehr nice. Stufe 500 ist ja auch schon ein Meilenstein und ich glaube, das haben auch die wenigsten der Zuschauer, die hier auch zugucken, denke ich mal, bisher erreicht. 500 ist schon ein krasses Ding. Ja, und zu guter Letzt haben wir den Paul hier am Start. Den habt ihr ja letzte Woche, glaube ich, gerade bei mir gesehen. Kennt natürlich jeder, liebt natürlich jeder und auch an dich. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Hi. Ja, in dieser illustren Runde wollen wir uns heute so ein bisschen mal locker flockig unterhalten über, ja, zuallererst würde ich mal anfangen über das Jahr 2021, wo wir uns schon eben gerade kürzlich drüber unterhalten haben, was viel zu schnell vorbeiging. Also ich denke mal, für alle von uns ist irgendwie kaum was passiert so und auf einmal war so plupp, war das Jahr irgendwie zu Ende. So. Und wenn ich jetzt so mal Revue passieren lasse, was jetzt auf die Welt von Shakes and Fidget so passiert ist, ja, muss ich so sagen, ging das auch mehr so alles im Nachhinein so an mir vorbei, so muss ich sagen. Ich habe jetzt so richtig das gar nicht so aufgefasst, dass das jetzt schon alles irgendwie ein Jahr so lang ist. Aber mich würde mal interessieren an euch so, was ist bei euch im letzten Jahr so als Kernthema, so als Neuerung, sei es im Spiel selbst oder sei es rund um Shakes and Fidget, vielleicht auch so Promotion-mäßig. Ich meine, jetzt in diesem Jahr ist ja auch, das war dieses Jahr gewesen, ne, wo jetzt auch der offizielle Kanal von Shakes and Fidget, der Twitch-Kanal, ins Leben gerufen worden ist. So, ne? Das ist ja auch eine Sache, die kommt ja nicht von ungefähr und da steckt ja auch viel Arbeit und so alles hinter. Und ja, das ist so jetzt der erste Gedanke, der mir eingefallen ist. Die Shakes and Fidget Show, die Livestreams und sowas, dass Player Games so ein bisschen community-nahe geworden ist, so durch diese Plattform auch, die sich dadurch eine neue Plattform aufgebaut haben und direkten Einfluss quasi auf die Zuschauer haben, auf den Chat und so. Das ist jetzt der erste Gedanke, der bei mir so, was jetzt so dieses Jahr passiert ist, hochgekommen ist. Nicht mal wirklich die Updates, die so passiert sind. Wie sieht es bei euch aus? So, da kann ja mal irgendjemand mal anfangen und dann würde ich sagen, wird sich das ergeben irgendwie, ne? Wer möchte zuerst? Wer traut sich? Keiner. Was mache ich denn anfangen? Also für mich ist es ganz klar, dass ich überhaupt in die Community, sage ich mal, und YouTube alles gekommen bin. Das ist
immer noch surreal, mit euch jetzt hier im Stream zu sitzen und ein Video zu machen. Ich kam aus einer Zeit, sage ich mal, da hatte ich nicht mehr so viel Motivation zu spielen und es hat sich jetzt so geändert, allein durch die Community, mich wieder mehr einzubringen, das Ganze, das hat für mich alles geändert im Endeffekt. Also es war viel Neues, auch wie wir uns im Sommer getroffen hatten, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist für mich eine ganz, ganz neue Welt. Es macht mir ja unheimlich Spaß, auch wieder Chicken Fiddle zu spielen dadurch. Das ist so das, was sich 21 eigentlich für mich am meisten geändert hat. Also da kann ich tatsächlich sogar auch für mich mit einhaken. Das kann ich genauso unterschreiben. Ich habe ja meinen Main-Account tatsächlich sogar noch mehr schleifen lassen. Also was heißt, du hast deinen ja überhaupt nicht schleifen lassen. Du hast ja wacker weiter durchgezogen. Ich muss sagen, ich habe zwar immer meine Alu geklickt, aber andere Sachen halt nicht mehr so optimal genutzt und gespielt eine Zeit lang. Weswegen ich ja von der Charakterstärke durchaus ganz schön runtergedroppt bin. Als die EHOF kam, war ich da durchaus auch an manchen Tagen mal auf Rang 1. Der tiefste Rang, auf den ich gefallen bin, war Rang 49 und das ist schon ein ordentlicher Drop. Und ich hab meinen Hintern hochbekommen, dieses Jahr auch wieder mit Content anzufangen und das hat mir den Kick und die Motivation gegeben. Was ist der aktuelle Stand? Lass mich schauen. Immerhin aktuell auf Rang 22 wieder hochgekämpft. Also Comeback! Dieses Jahr, yes! Du warst ja schon fast bei mir unten. Ich bin momentan, glaube ich, Platz 80 international. Also ich hole auch auf. Langsam, aber stetig. Ja, wie sieht es bei den anderen aus? Ja, nicht alle auf einmal. Ja, dann mache ich jetzt mal einen Cut. Also bei mir ist das Jahr halt ein bisschen ganz anders. Ich gehe ja auch anders an Shakes and Fidget so ein bisschen ran, weil ich ja eben nicht so High-Level da bin oder auch nicht die Chance hatte, leider beim Community-Treffen dabei zu sein. Für mich war dieses Jahr aber auch sehr entscheidend, überhaupt, wie schafft man es noch, das irgendwie einzugliedern, also Shakes and Fidget spielen, das als Hobby betreiben, YouTube mit allem, was halt im Real-Life passiert. Und das war sehr interessant, muss ich sagen. Weil ich sonst auch jemand, der Typ war, der wollte immer alles, was Neues auch gleich wissen und auch präsentieren. Und da auch mal zu sagen, nee, es geht jetzt halt nicht, 3-4 Tage. Also an manchen Informationen oder so war ich gleich dabei und bei anderen Sachen habe ich mich komplett rausgelassen, weil es halt einfach auch nicht ging. Und gleichzeitig aber zu sehen, was halt mit Jason Fitch passiert. Und zum Beispiel, weil du meintest, du hast jetzt gar nicht so viel mitgekriegt, was im Jahr so passt. Also für dich war das Jahr jetzt relativ schnell, ne? Dorsa, ja, hast du auf so jeden gesagt. Fall. Also was Shakes and Fidget betrifft. Aber letztendlich sind 7 internationale Welten gekommen, ein Speed-Server, eine deutsche und auch französische, polnische Welt. Also es ist eigentlich ziemlich viel auch passiert, ja. So. Und ich finde es auch schön, dass sich dieser Content, auch wenn ich ihn nicht verfolgen kann zeitlich leider, aber mit dem Stream von Shakes and Fidget, dass sich das auch durchgesetzt hat und das auch auf einer sehr guten Basis läuft. Also das fand ich auch sehr faszinierend persönlich, wie es jetzt auch läuft und dass auch immer wieder Paul Dorsa, du warst jetzt auch dabei, ne, glaube ich, Derafin war, glaube ich, dabei auch mal bei einem Stream, ne, also dass das auch gut harmoniert miteinander, ja. Also ich war bisher in dem offiziellen SF-Stream noch nicht dabei. Aber ich muss dazu sagen, ich wäre gerne mal bei einem deutschen Stream. Das könnte man mal machen, aber so, ich muss sagen, wirklich, also wenn es jetzt um Englisch und sowas geht, ne? Also ja. da würde ich, glaube ich, ein bisschen strugglen. So, ich kann zwar alles gut verstehen, aber selbst die richtigen Worte in den richtigen Momenten zu finden, das ist immer, wenn du da nicht in Übung bist, dann bist du halt da raus. Also da bist du ja, aber das fühle ich auch. Und ich habe es auch beim letzten Stream da irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ja irgendwo auch ein englischer Stream ist. Ich war darauf vorbereitet, dass wir nur Deutsch sprechen. Habe auch mein Bestes gegeben, teilweise Englisch zu sprechen. Aber da sind wir Gott sei Dank so flexibel in den Streams, dass man da halt auch einfach Englisch spricht. Ja, ja, ja. Das nimmt auch, also ich würde mal sagen, 99% der Zuschauer nehmen das nicht übel. Es gibt immer so einen im Chat, der dann sagt, ja, da wurde sich drüber aufgeregt, weil dann da Englisch steht in den meisten Streams als Sprache. Und es steht da im Titel nicht, dass wir auch Deutsch sprechen. Ja gut. So ein gibt's immer. Wir sind halt gebürtige Deutsche. Wenn jetzt ein Deutscher im Chat schreibt, ne, darf ich doch mal auf Deutsch antworten? Nein, der User war der Meinung, wir dürfen nur Englisch sprechen. Ja. Ja.
Ansonsten, Mo, für dich war wahrscheinlich das Highlight so für dein persönliches, denke ich mal, so dieses Streaming. Für mich würde mich nochmal interessieren, das ist ja, wann genau war jetzt der erste Stream gewesen? Das war so eher so Mitte des Jahres, ne? März, Oder? glaube ich. Ich glaube März, ja. Also doch relativ am Anfang des Jahres. Ja. Hattest du davor schon relativ kurz davor auch Shakes & Fidget gespielt? Weil du hast ja gesagt, du hattest einen Char davor, den hast du vor einer Weile gespielt gehabt, oder hat sich das jetzt erst wieder so eingebürgert, wo jetzt dieser SF-Stream jetzt so im Kommen gewesen ist? Ich habe tatsächlich eigentlich immer, seitdem ich den Char habe, das ist W18, aber ich hatte davor auch schon gespielt und ich habe während, also mehr oder weniger aktiv, aber eigentlich immer Shakes & Fidget gespielt. Seitdem halt, also jetzt nicht seit so lang wie derer oder einige von euch, also nicht seit 12 Jahren, aber schon ziemlich lang und aber nicht so aktiv wie jetzt tatsächlich durch den Stream. Also das muss man schon sagen, dass ich dann wirklich versuche, bei allen Accounts krass dran zu bleiben. Auch Serverstarts zum Beispiel, das war für mich, also so in der Art und Weise zu spielen, wie wir es bei W50 auch gemacht haben, noch relativ neu, weil ich sonst immer so mehr für mich gespielt habe. Und dann hast du auch nicht, du machst super viele Fehler. Das muss ich dann auch erstmal verstehen, weil du halt einfach so anfängst zu spielen, dann schaltet sich was frei, dann machst du dies, dann machst du das. Ach, Sammelalbum gibt es ja auch, also das ist natürlich schon ziemlich lang her. Das habe ich direkt bei meinem ersten Char schon gemerkt. Aber das macht dann halt auch Bock, das Ganze nochmal so neu zu erkunden. Serverstarts sind ja immer geil. Und ich weiß gar nicht, wie lang ich dann insgesamt spiele. Ich schätze mal 6 Jahre oder so. Ich weiß nicht, wann W18 rauskam, weil das halt so mein ältestes, also nicht der älteste Account, aber der höchste ist. Das davor waren mehr Experimente, also einloggen, gucken, was da so passiert, Shakes and Fidget kennenlernen, ne? Ja, das. Ja, der Stream hat dir dann nochmal mehr Motivation gegeben. Das Auf jeden Fall. fühle ich aber auch, weil das ist bei mir genau das Gleiche, diese Interaktion mit der Community, und das ist bei mir mittlerweile ja auch schon wie ein Tagebuch geworden so, und das pusht einen nochmal mehr, wenn man da auch positives Feedback und sowas bekommt, denn dass man da dann auch dran bleibt am Ball und da dann auch weiter dann auch durchzieht so, ne? Natürlich ist das für die gesamte Community Mehrwert, wenn da auch sich ein festes Standbein auf Twitch dann auch dadurch entwickelt im Shakes and Fidget Bereich so. Nicht ohne sonst gab es ja schon vorher lange die Kategorie Shakes and Fidget so als Spiel, aber da hat man nie irgendwie Leute so drinne aktiv spielen sehen so, ne? Ist meine Meinung immer noch nach wie vor, weil SF ist halt, ja, außer Paul mal hier und da. Also, aber ja, es ist jetzt halt eben kein Spiel auf Twitch, was jetzt halt irgendwie entspannt ist, ein Ego-Shooter oder was weiß ich, irgendwo ein MMO oder keine Ahnung, wo man mit anderen Leuten viel interagiert und da Situationen entstehen, die random sind und dann halt eben irgendwelche Highlights dadurch. Das ist halt eben, also die Spannungskurve bleibt eher gleichbleibend flach. So, ne? Das ist halt eben, wie man es verpackt, wie macht man es, wie gestaltet man das drumrum. Und ja, das ist, denke ich mal, das, was es denn, worauf es denn ankommt, denn halt in diesen Spiele-Genre-Bereich so. Und ich denke mal, da haben auch einige von uns immer sehr viel darüber zu erzählen. Man muss dann aber halt auch eben mit Herzblut dabei sein, ansonsten klappt das nicht. Denke ich so. Definitiv. Ja. Paul, dein Ich Highlight noch so habe ein bisschen? noch gar nichts gesagt. Ne? 2:21 ging wirklich verdammt schnell. Ich muss jetzt selbst erstmal kurz hier scrollen, gucken, was ist eigentlich in den letzten 12 Monaten passiert. Und für mich selber, mein Highlight selbst oder mein Achievement ist, ich bin jahrelang, also ich spiele Shakes & Fidget schon seit einer Ewigkeit, seitdem es rauskommt, ne? Auch seit über 12 Jahren mittlerweile. Aber kann halt nicht wie Chris oder Dera einen Account vorweisen, der halt schon seit Ewigkeiten gespielt wird. Aber trotzdem sehr stolz mittlerweile auf meinen Berserker, den ich durchziehe. Seit jetzt in 3 Monaten wird er 3 Jahre alt, ne, und wird jeden Tag gespielt, seine Alu und alles. Dieses Jahr mit dem Char 500 erreicht. Mittlerweile auf 531, der ja auch einige Rekorde eingestellt hat oder aufgestellt hat und eingestellt hat. Und hoffentlich auch noch holen wird. Leider ist er sind alle Dungeons mittlerweile Ja. geklärt worden. Ich hoffe, es kommt noch der Punkt, an dem der Bersi oder mein Bersi dann auch dort dann triumphieren wird und wirklich der erste Char sein wird, der alle Dungeons geklärt hat.
Unmöglich ist es ja, denke ich, nicht. Ich meine, allein Dorza, wir beide haben ja da so ein spannendes Projekt mit unseren Chars, ne? Mein Bersi gegen dein Magier. Und man sieht teilweise, wie ich da aufgeholt habe, aber gerade jetzt an den Gegnern merkt man, es ist schon der Wahnsinn, ne? Wo du an Ares schon vorbei bist. Ich stehe noch vom Herkules, aber den habe ich auch schon fast down. Und das ist schon wahnsinnig cool. Gerade ich habe einen Char und habe nur noch zwei Dungeons offen und die sind schon auch ziemlich, ziemlich weit dort. Und das ist für mich wirklich etwas, wo ich sage, da bin ich stolz drauf. Und es ist auch irgendwo nur noch die tägliche Alu, aber es, für mich war auch spannend, dass mein Char dann den Switch gemacht hat vom XP auf Goldquesten, die jetzt steigen wahnsinnig und das verfolge ich gern mit. Dann gab es natürlich Legendaries, Legendary Changes und da habe ich eine Frage. Ja. Die vielleicht ganz interessant ist, wo wir vielleicht auch mal drüber reden könnten. Macht der Legendary Dungeon Epics überflüssig? Habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht, weil wer spielt heutzutage noch ein Epic-Event, ne? Ist ja so. Also für mich ist, ich weiß nicht, wie es für euch ist, oder halt für aktive, ich weiß nicht, 300 Alu-Spieler oder aktive Pilzer, ich weiß nicht, ob mal, wie man da differenzieren muss, aber für mich zum Beispiel ist mittlerweile ein Epic-Event nur noch ein ich suche Items für die Toilette-Event. Also ich denke mal, nach wie vor ist es für Free-to-Play-Spieler, deren Pilzbedarf halt relativ gecapped ist, so sind Epics natürlich immer noch eine sehr gute Alternative. Aber für alle, die halt ja darauf Wert legen, sich komplett legendär auszurüsten, sind die halt überflüssig geworden, komplett. Lohnt sich vorne und hinten nicht mehr. Man muss aber auch differenzieren, es gibt halt so Leute wie uns, denke ich mal, oder viele von uns, die versuchen, sich komplett legendär auszurüsten. Da haben wir die Meinung, macht es überflüssig geworden, jetzt Epic-Event. Dann gibt es aber auch die Free-to-Play-Spieler, für die Epics schon ein gutes Upgrade sein können, weil die sich halt lange nicht equippen so. Und dann sind halt Legendaries nochmal ein doppeltes Epic sozusagen. Und dann gibt es noch diese Mittelschicht, die halt alles kommt, wie es ja, oder alles nimmt, wie es kommt, die halt einen separaten, die reinpilzen so, aber halt eben nicht übertreiben so und die haben dann gemischt so Epics und Legendaries und wägen dann wahrscheinlich ab, was bekommen sie und ich denke mal, da gibt es viele, die so ein bisschen dieselbe Meinung haben wie wir, aber ich glaube, Epics komplett überflüssig würde ich nicht sagen. Es ist immer noch attraktiv, aber so ein Epic-Event, wie wir es früher kennen, so, dass man im Shop geht, skip, bis ein neues Item kommt, das macht, denke ich mal, keiner mehr von uns. Aber mittlerweile ist halt, es ist auch irgendwo schade, dass man sich fast kaum mehr drüber freuen kann, ne? Aber auch so ein Xmas-Code war jetzt nice, gab es ein kostenloses Epic, aber Anfang konntest du nicht wirklich was mit, außer, dass man es dann nächsten Tag in die Chatte geschmissen hat. Ja. Zerlegen. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Also ja, mehr ist es wirklich nicht. Kristalle sammeln. Das war einfach, das war für die Toilette. Das nächste wäre jetzt wieder zum Thema Legendary Dungeon. Ne? Ist der fair? Ist der unfair? Wie hat er sich entwickelt? Also, ich würde jetzt nochmal auf die erste Frage auch nochmal zurückkommen. Also, in dem Sinne, der erste Dungeon, also der erste legendäre Dungeon, da war die Aussage, also da hätte ich voll unterschrieben, dass Epic Event überflüssig ist, weil er vergleichsweise günstiger war für die Pilzer. Wie Dorsa auch schon sagt, gibt es ja die Hardcore-Pilzer, die sich komplett legendär ausrüsten. Die würden das auch so sehen. Ich jetzt zum Beispiel habe jetzt in den Dungeons meistens zwischen, also auf meinem Main-Chart, zwischen 6 bis 10 Runs gemacht. Und habe dementsprechend natürlich nicht voll Legi ausrüsten können. Und da muss ich tatsächlich sagen, ist das Epic-Event schon noch sehr wichtig, weil man ja auch bei den Epics, die man bekommt, nicht gut filtern kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, den Begleiter dann auch entsprechend auszurüsten und man eben nicht genügend legendäre Items zum Austauschen hat, ist das Epic-Event schon noch sinnvoll einsetzbar, um halt die Begleiter passend auszurüsten. Wenn ich sage, ich brauche da jetzt irgendwas aus dem Waffenladen speziell, ne? Neues, weil bei den Epics, die ich jetzt bekommen habe, im legendären Dungeon, waren gefühlt 80% 5 Attribute drin tatsächlich. Aber das kann Pech sein. Und genau, das, also deshalb würde ich auch sagen, dass es abhängig ist von der Spielweise, wie wichtig das Epic-Event noch ist. Und ich blätter auch noch gerne Epics, um dann halt auch Sanduhren oder Tränke oder sowas gleich mit aufzufrischen, dann im Zauberladen. Toilette, Schmied, ja. Also. Aber Wäre es nicht schön, wenn man ein Legendary freigeschaltet hat, wenn man das dann auch im Laden finden könnte, muss jetzt mit noch einer geringeren Chance, wobei dann das wieder Problem ist,
man will sich wieder Full Legendary blättern zu jeder Zeit und dann kostet das noch mehr Pilze. Aber die viel wichtigere Frage ist es fair, dass ich einen Brustpanzer 9-mal finde, bevor ich eine Waffe finde? Übrigens an der Stelle nochmal danke an dich, Mojon, ne? Wieso? Was, hab ich das gejinxt, oder was? Du hast es gejinxt auf S3. Okay. Ich habe neun Brustpanzer gefunden, bevor ich meine Waffe hatte. Ich habe zum Beispiel, warte, ich kann mal gerade gucken, auf, war das der Dafür Kopf, hattest du auf W50 sehr, sehr viel Glück gehabt. Ja, okay, W50 ist, ne, reden wir nicht drüber, das war ein Lack, nicht von dieser Welt. Aber auf W18 ging es mir da ähnlich. Ich habe keine Schuhe finden können. Ich habe es dann einfach aufgegeben. Auch aus zeitlichen Gründen, jetzt so zwischen den Jahren, konnte ich jetzt nicht sagen, okay, ich spiele jetzt einfach den ganzen Tag Legendary Dungeons. Mhm. Auch von den Accounts. Ich wollte natürlich gucken, dass ich irgendwo auf jeden Fall W50 zum Beispiel ausgestattet bin. S43 wollte ich auch auf jeden Fall. W52 habe ich auch nicht alles. Auf meinem W18-Account auch nicht. Das hat auch nicht so ganz hingehauen. Da hatte ich auch mega Pech. Okay. Ich glaube, ich habe noch die Schuhe sind noch vom davor Legendary Dungeon. Ich weiß gar nicht genau. Aber zum Epic Event, ich merke das natürlich, wenn ich jetzt auf dem, wenn ich zum Beispiel mit meinem Main, da brauche ich nicht Epics blättern, es sei denn, ich habe keine mehr für die Toilette. Klar. Aber wenn neue Server, haben wir ja jetzt auch gemerkt, ob S43 oder W52, wenn das erste Epic-Event kickt, dann geht es nochmal richtig ab. Das ist natürlich immer dann, es kommen ja immer wieder internationale und dann halt einmal nationale. Also ein Epic-Event ist eigentlich nur ein Server-Start-Event mäßig. Also das bringt dir am Anfang was, aber es ist dann überflüssig, sobald der Legendary Dungeon dann auf dem neu erschienenen Server vorhanden ist. Da könnte man das gleiche wahrscheinlich auch bei Black Gems sagen, ne? Black Gems sind auch irgendwann ab. Du arbeitest ja erstmal vehement darauf hin, okay, die ersten haben Black Gems, okay, die kommen weiter in den Dungeons. Und dann kommt der Legendary Dungeon und dann hast du Legendary Gems. Aber vielleicht wäre es da so gut schön, wie jeder dann, ne? Vielleicht wäre es da schön, wenn man einfach dann das wiederverwerten könnte, die Black Gems und die Epics, die vielleicht durch irgendeine Möglichkeit upgraden könnte zu dem Legendary Gem oder einem Legendary Item. Worauf ich nochmal zurück will, der Legendary Dungeon. Ich finde den zum Beispiel mittlerweile günstiger zu spielen als beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie es bei anderen geht, aber ich habe mit der richtigen Taktik, komme ich on average viel günstiger mittlerweile durch. Siehe W50, ne? 16 Runs für unter 3.000 Pilze, wobei da auch viel Luck dabei war. Aber ich denke auch eine gute Taktik. Was viel wichtiger ist, ist das Thema mit den Items. Muss das sein, dass man Items doppelt findet, bevor man anderes findet? Kann man es nicht wirklich einfach so machen? Nicht unbedingt nach einer Reihenfolge, nach einer zufälligen Reihenfolge, aber dass man wirklich von einem Set erstmal mindestens eins findet. Als Assassine auch in dieser Rotation zufällig mindestens erstmal zwei Waffen, bevor man was anderes doppelt findet, als Krieger ein Schild. Es wäre fair. Der Legendary Dungeon ist so schon nicht günstig. Und wer darüber hinaus dann noch seine Begleiter ausrüsten will, dann kann das Zufallsprinzip von mir aus eintreten. Aber ich finde, die erste Rotation, einmal alle Items durch, sollte möglich sein, ohne die doppelt zu finden. Und man wird trotzdem noch mehr als genug in den Dungeon buttern, weil das sind ja dann trotzdem mindestens 9 bis 10 Runs pro Klasse, die man in diesen Dungeon da lässt für ein komplettes Set. Aber ich finde es teilweise nicht in Ordnung, wenn ein Spieler Luck hat, nach 14 Runs sein Set komplett hat, aber der andere Spieler nach 30 Runs sein Set nicht komplett hat. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich würde es schön finden, wenn man das so machen kann. Und ich bin mir sicher, man kann das so machen, dass das so funktioniert. Weil man kann ja wohl auch das Limit cappen, bis es nicht mehr doppelt kommt. Ich glaube, es war 4 Items von einer Sorte, bis dann garantiert ein anderes kommt oder so. Also beim letzten war es so gewesen, dass du bis zu 4 mal denselben auch hintereinander finden konntest. War ja bei mir im Livestream auch so, ne? Ignil, da hast du es ja bei mir gejinxt gehabt mit diesem verdammten Horn, was ich da irgendwie 3-4 mal oder so hintereinander gefunden hatte. Und das ist mir auch da aufgefallen in dem Moment so, dass es halt immer noch gecapped ist. Jetzt hatte ich aber das Gefühl gehabt, dass man die irgendwie noch öfter finden kann als 4-mal. So irgendwie, bevor man irgendwas anderes noch finden konnte. Das Ding ist, so wie ich das verstanden hatte, ist, dass der so ausgelegt
wird, dass man zuallererst die Items erstmal findet, die man noch nicht hat. So, dass da die Prozentchancen höher sind, die zu finden. So. Aber wenn man dann erstmal alle hat, dann ist es komplett random, was man so finden kann. Und dann kannst du, oder so war es denn gewesen, kannst du jedes Item bis zu 4-mal finden, auch hintereinander, bevor es dann gecapped ist, um dann irgendwann das auszuschließen, dass du dann das finden kannst, was du irgendwann finden möchtest. So, ne? Also wäre jetzt auf jeden Fall. Ja, aber du bist ja dann, wenn, ne? Das ist zu viel. Gerade dadurch, dass es ja jetzt die neuen Items gibt, ne? Du hast ja 2 Brustpanzer, du das hast das ist das zwei, Problem. Ne? Mhm. Und die kannst du dann auch 3-4 Mal finden, bevor sie capped sind. Das ist das Problem, ja. Weil wenn du am Ende wirklich sagen willst, du hast wirklich das absolut krasseste Pech und findest jedes andere Item 4-mal, bevor du das andere findest, bist du ja bei über 50 Runs, 60 Runs, die du machst. Richtig, ja. Da, da hatte sich ja auch der Akklamator in Discord drüber beschwert. Das ist ja hier der mehr oder weniger Serverbetreiber vom offiziellen Community-Discord von Shakes and Fidget. Der hatte auch irgendwie 40 Runs oder so gehabt und noch keine Waffe oder sowas gefunden irgendwie. Und ja, das sind halt eben Sachen, das dürfte halt nicht sein. So. Und dann ist das Problem noch, wenn du dann die Waffe hast, Spanne. Dann muss die Spanne stimmen. Ja. Feature, ja. Waffenschmied, Waffe neu rollen. Für Kristalle, Erze oder halt für die Schnilze. Dankeschön. Ja, also der Legendary Dungeon auf jeden Fall, falls da noch jemand was zu sagen will, ist ein großes Thema. Kann man so auf jeden Fall stehen lassen. Also ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass er günstiger geworden ist. Zum Vergleich zum ersten. Der erste hat doch, glaube ich, auch 200 Etagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der allererste, ja. Der allererste. Ich glaube, der zweite auch noch irgendwie. Es gab aber die Schadenskalierung ist dafür aber auch höher, ne? Ja, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, gerade dadurch, dass man jetzt auch noch die Runen hat, dass man, wie du sagst, eben auch mit Taktik, wenn man sich das überlegt, du kannst den ja auch super teuer spielen, wenn du auf Ressourcen gehst zum Beispiel, kannst du auch machen. Du kannst dann sagen, okay, ich möchte, so ein kleines Festungsevent spielen. Ich gehe ganz viel auf Türen? Opfertüren. Opfertüren. Dann die Fluchtüren. Und ich habe das mal ausprobiert, so einen Run einfach versuchen. Du kannst ja dann die Runen auswählen, dass du mehr Opfertüren bekommst. Und ich glaube, 40% weniger. Ganz sicher, dass du wirklich darauf auch gehen kannst. Und im Punkto günstiger, wenn man es klug spielt, ich meine, Paul hat es gezeigt, dass es halt auch mit gar keinem Tod geht, was ich total crazy finde. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mein bester Run waren irgendwie 3. Das hatte ich beim letzten auch und davor, ohne die neuen Features, also die neuen Runen, ist mir das schwerer gefallen. Also es gab diesen einen Dungeon, ich weiß nicht mehr, welcher das war, wo du ja gewisse Prozentzahl an Leben generiert hast für 10 Pilze. Das wurde dann beim nächsten Dungeon, das war noch vor den Runen, auf 20 Pilze pro 10% erhöht. Und die Taktik damals war aber bei diesem einen Dungeon zu sagen, man geht immer nur auf die 20%. Nach den ersten, glaube ich, da waren es nur noch 100 Räume. Also es war dann nicht der erste legendäre Dungeon. Den fand ich am günstigsten persönlich, aber das Runen-Feature finde ich sehr nice auch, macht Spaß, eben weil es taktische Features beinhaltet. Und das ist dann halt Glück, ob du halt 2-3 geile Verbesserungen oder hier Blessings bekommst und oder halt 2-3 Flüche reingedrückt kriegst. Ne? Also das ist dann... Das ist halt auch der Spielraum, was ich auch so interessant dran finde. Und das macht Shakes and Fidget ja auch ein bisschen aus. Ein bisschen ein gewisser Random-Faktor ist ja dabei. Das hätte ich jetzt eigentlich auch bei den Epics gesagt. Aber ich habe natürlich nicht so viele Runs gemacht wie ihr. Um jetzt, wenn du jetzt sagst, du hast bei 40 Runs jetzt dann quasi noch nicht mal dein Set voll, finde ich das eigentlich auch nicht schlecht, wenn es da eine gewisse Garantie gäbe. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, auch mit der Performance gewesen zuletzt über den legendären Bundle. Zum Legendary Dungeon kann ich noch sagen, was schön wäre, ist, wenn Buffs und Debuffs additiv funktionieren würden und sich nicht überschreiben. Ja, weil ich habe schon oft erlebt, dass ich einen 8er Wanted Wonder habe, gehe in den nächsten Raum und habe einen 4er Wanted Wonder. Und was auch noch schön wäre, ist, wenn man die Möglichkeit hat, seine Buffs zu aktivieren oder deaktivieren mit einem einfachen Klick auf die Buff-Leiste, dass du den halt gezielt benutzt, einsetzen kannst, weil ne, es ist auch oft so die nächsten 8 Räume Wanted Wonder, aber wenn man das gezielt einsetzen könnte, dann du hast kannst halt skippen, ne, hast jetzt einen Raum, eine offene Tür, gehst durch, okay, sparst dir den und im nächsten Raum hast du ein Monster, wäre auch noch cool. Die Buffs haben wir mehr als genug. Ich würde das sehr fair finden.
Und dann wäre der Legendary Dungeon echt toll. Das ist ja, ich meine, die haben ja, ich weiß, das Feature jetzt zuletzt, ich weiß nicht, mir ist es nicht aufgefallen beim vorletzten Dungeon, aber das sagt, bei Etage 25 bis 50 machen die Monster diesen Debuff, genau, oder Gold. Gift. War das jetzt neu in dem letzten Dungeon oder war das schon vorher? Nein, das ist in diesem neu hinzugekommen. Okay, das fand ich aber gut, weil es immer die gleichen Debuffs waren. Mit denen konntest du gut arbeiten. Ja. Richtig, du wusstest genau, was du halt da machen solltest in diesen Räumen oder was du halt nicht machen solltest. Das fand ich auch super. Also so eine Art Verbesserung gerne auch weiterhin, ja. Was aber auch einige Klunker überflüssig gemacht hat, ne? Weil für diesen Dungeon war halt die Taktik, du willst von Raum 50 bis 75 keinen einzigen Kampf machen, außer mit Wanted Wonder, weil du sonst eine Vergiftung reinbekommst. Mhm. Und wenn du dann etwas hast wie weniger Fluchtchance, Klunker, wo du am Anfang denkst, okay, der ist irgendwie nice, bekommst weniger Schaden, kannst aber nicht fliehen, bringt dir in keinem Fall was, wenn du von Raum 50 bis 75 immer safe vergiftet wirst. Macht halt einige Klunker oder einige Takten komplett überflüssig. Ich denke, ja, das Hauptaugenmerk, ja, wahrscheinlich liegt ja dann eher auf der Flucht, also der Sinn von Player Games dahinter, diesen Debuff einzusetzen in diesem Bereich, denke ich. Ja, es kommt drauf an, wie du spielen willst, da gebe ich dir recht, das kann. Und dann gibt es halt auch noch das Ding mit den Klunkern, die sind nice, die haben immer einen Vorteil und einen Nachteil, aber manchmal ist es halt so, dass du halt, dass selbst der Vorteil ein Nachteil ist und du suchst eigentlich teilweise dann nur noch den Klunker, den er am wenigsten einen Nachteil bekommt, bekommst, ohne dass du überhaupt einen Vorteil vom Vorteil hast. Teilweise hast du einen coolen Vorteil, aber kannst ihn absolut nicht benutzen, weil dann der Nachteil ist, wenn du fliehst, wirst du zu 20% verflucht. Danke. Flüche sind scheiße. Muss nicht sein. Also Klunker an dem Punkt gibt uns einfach nur noch Seele des Hasen, Mondstein und dann passt das. Dankeschön. Ja, naja, gut. Ja, ist ein bisschen übertrieben so, ne? Weil jeder will ja, so spielen, ne? Wie Moja sagte, und ich hatte das auch getestet, mal mit den Ressourcen. Da kommen schon echt gute Ressourcen zusammen, wenn man Festung 20 hat. Aber die sind halt auch verflixt teuer, die Runs, so, ne? Da muss man schon viel in die Hand nehmen. Ich kenne das ja im vierstelligen Bereich bei den Pilzen fast. Also ich überlege gerade, ich spiele das gerade so ein bisschen durch. Also auf W50 haben die Top-Spieler, habe ich mir sagen lassen, da locker 3-4 Minenstufen ausgebaut in diesem Legendary Dungeon. Ja, das kriegst du das safe. Das ist schon ordentlich. Das ist ja ein unlimitiertes Ressourceneinkommen, was du dir dadurch ja quasi schaffen kannst. Ja. Das ist schon heftig. Und das gab es so in der Form auch noch nicht davor irgendwie so. Also klar, man kann sich irgendwie durch den Legendary Dungeon auch unendlich Gold farmen in der Theorie, aber das wurde ja schon genervt, das wurde ja schon... Eine Sache gibt's noch beim Legendary Dungeon. Normale Kisten, nicht Fässer, geben öfter mal mit dem daraus gewonnenen Item einen Buff, was ganz nice ist. Problem ist, das hat man nur begrenzt, weil so öfter man ja die Kiste in diesem Raum öffnet, irgendwann kommt einfach nichts mehr raus. Und wenn auch kein Item mehr rauskommt, kommt auch kein Buff mehr raus. Dadurch habe ich gemerkt, dass die ersten Runs wirklich günstiger sind, aber die Runs darauf dir deutlich weniger Buffs geben, weil halt diese Kisten einfach leer sind. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Mir ist es halt nur aufgefallen, dass durch diesen Nerf, der halt eintrifft, umso mehr du runst, bekommst du halt von allem weniger. So Buffs hast du recht, stimmt, jetzt wo du es sagst, aber auch halt eben die Monster, die dir halt auch öfter mal irgendwas abgeworfen haben, bis auf jetzt halt Schlüssel, da hast du halt nachher, wenn du bei Run, ich meine gut, das sind Verhältnisse, da sind nur die, spielen vielleicht nur die wenigsten von uns so, von der ganzen Community, aber wenn du jetzt so bei, sag ich mal, bei 20 Runs bist oder so, oder 15 vielleicht auch schon davor, da geben dir die Monster fast auch nur noch Schlüssel, also kein Gold mehr. Und ja, ich weiß nicht, ob die auch Items gedroppt haben mal, die Monster, aber zumindest hast du es nachher, habe ich das so festgestellt, das ist ja auch durch diesen Nerf wahrscheinlich, also ist jetzt nur mein Empfinden so,
bekommst du kaum noch Gold. Am Anfang relativ viel, weil du hast ja auch ab einer bestimmten Stufe 15 Millionen, was ja auch viel ist, auch für die Monster. Lohnt sich ja dann auch eine Taktik denn so zu entwickeln, dass man weniger Schaden bekommt durch die Monster und dann auf die Monster geht denn und dann halt dadurch mehr Gold versucht zu farmen, aber da bekommt man nachher nur noch Schlüssel dann irgendwie. Da bekommst du auch kaum was rauf. So. Also ich finde halt die Diminishing Returns und du kriegst ja immer weniger raus aus den Dungeon Runs. Das ist so früh, hat das in meinem Empfinden noch nie reingekickt. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, nach 5, 6 Runs holt man da gar nichts raus, außer man hat vielleicht diesen einen Klunker mit epischen Türen oder sowas. Sonst hat er sich also von Epics her überhaupt nicht gelohnt und Gold, das ging so schnell, dass er sich nicht lohnt. Da fand ich halt den ersten Dungeon noch mit am besten. Da konnte man ja richtig viel rausholen. Klar war er zwar insgesamt teurer, aber da hat er sich Weil immer da, überlohnt. da muss ich sagen, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil es ist ja so, die Spieler, die da die Runs machen, die haben jetzt schon ihre Ressourcen. Wenn sie dann auch ihr Gold haben, sind sie halt auch gar nicht mehr einholbar. Also irgendwo finde ich es auch gut, wenn man es da limitiert. Aber wer es will, der ist sowieso uneinholbar. Also, das ist ein gutes Thema, wenn man sich mal die EHOF genau auch anguckt. Ich weiß nicht, welcher Zeitraum das jetzt genau war, aber es gab, also ich sag mal so, 1, 2 Monate sind das gewesen. Da hat Strider den Scythe eingeholt. Jetzt ist er schon 7000 Punkte, wenn man Hauptattributen Ausdauer addiert, vor Scythe. Innerhalb der letzten 1, 2 Monate ist das passiert. Also, wer Also, will, der holt sich sowieso das Gold. ja, also ich habe seit 1, 2 Monaten führe ich auch eine gewisse Liste von Leuten, deren Namen ich jetzt nicht sage, aber verfolge, wie viele Basispunkte die pro Monat machen so. Und es ist schon krass, der Strider macht auch jeden Monat wirklich so um seine 8000 Basispunkte auf. Seine Haupt- und Nebenattribute so, ne? Und im Vergleich zu mir, ich habe das jetzt mal auch ein bisschen getrackt, weil ich da auch ein bisschen hinterher bin, mehr so. Ich mache so jetzt ohne den Goldbug auf S31, mache ich auch meine 6000 Basispunkte im Monat, was auch schon gut ist, sag ich mal. Wäre noch mehr dadurch so, aber ja, halt eben an Beispielen wie halt eben Strider, der einer der Top-Payer ist weltweit so und halt eben auch mit einer der krassesten ja, Spieler, steht ja halt auch eben gerechtfertigt weit oben, sind das halt pro Monat auch zu mir immer 2000 Basispunkte, die einfach jeden Monat auch verloren gehen, so, ne? Und das ist halt immer eine Frage, wie viel bist du bereit, in das Geld in das Game reinzustecken an Geld und was ist es dir halt wert? So, da muss jeder selbst am Ende des Tages entscheiden, wo da seine Verhältnisse sind, so, ne? Klar. Ja. Also Ja, hast eine du? legendäre Dungeon, also die Ideen, also die Terra jetzt prinzipiell gebracht hat, finde ich eigentlich alle nice. Muss halt immer sagen, ich denke mal, dass Treiber ja auch diesen gewissen Random-Faktor immer noch braucht und auch nicht ganz aus der Hand geben will. Also wenn man da noch viele Zugeständnisse macht, wird es vielleicht schwierig. Aber man muss halt auch überlegen, alles, was das jetzt für Ideen waren, das betrifft eigentlich nur relativ gute Pilzer. Also die Free-to-Play-Spieler, die den legendären Dungeon nutzen wollen, die kommen ja ewig nicht dazu, mal ein Set oder vielleicht zu finden. Also vielleicht könnten sie jetzt mittlerweile ein Set haben, wenn sie Glück haben, jeden legendären Dungeon gespielt haben. Deshalb finde ich diese Einführung mit dem, welchen Gift oder welchen Debuff die Monster bringen, ja auch gut, weil die Free-to-Play-Spieler das ja auch sehen. Ich weiß nicht, was man da machen könnte, um denen gegebenenfalls, ich meine, das ist ja mega viel Zeit auch, die sie da genauso reinstecken. Was man da ändern könnte, vielleicht, dass da Free-to-Play-Spieler auch noch mehr profitieren können davon. Fällt mir ja jetzt auf die Schnelle auch nichts ein. Wenn du natürlich sagst, wie Klunker tauschen oder irgendwas, müsste das ja nicht durch Pilze dann geschehen für die Free-to-Play-Spieler. Also das sehe ich dann auch schwierig. Weiß nicht, Also ob ihr da noch eine Idee habt. ich muss sagen, ich würde da dir widersprechen, ich würde da nichts weiter dran rumwurscheln, weil ich habe ja auch selbst einen Free-to-Player-Account, den habe ich stiefmutterlich diese letzten 10 Tage behandelt und selbst der hat, ja gut, der hat nur einen Run durchgehabt, aber in diesem einen Run habe ich mit meinem Free-to-Player-Account auch 6 Epics gefunden, was für einen Free-to-Player-Account halt wirklich extrem viel ist so und da kommen wir halt eben nochmal, die Epics sind halt auch nicht ohne Grund da so. Für Free-to-Play-Spieler, da gibt es bestimmt auch massig da draußen, ist der Legendary Dungeon auch worth. Huch. Da kam der Free-to-Play-Spieler Ja. Was? an ihn Free-to-Play? rausgehauen. Also ich muss sagen, gerade zu dem Thema sehe ich das doch noch ein bisschen anders. Weil Warte, erst mal warten, bis ja, sonst wieder da Alter, wo ist. ich glaube, ich war inaktiv geworden oder so. Oh. Okay, Ja, ist deine sorry. Aufnahme aber noch an?
Ja, alles gut. Okay. Ja. Dann machst du dein Camp wieder an? Ist. Bin ich an? Nein, bin ich an? Nee, nein. Dein Camp ist nicht an. Doch, ich Ich bin bei mir da. ist an. Bei mir ist Ich er an. sehe sie Ja. ja. Ah, jetzt, okay, Sieht danke. auch genauso aus wie vorher. Jo. Okay. Ja, also falls nicht noch irgendwas zum Legendary Dungeon gesagt werden sollte, weil wir sind jetzt schon bei 40 Minuten einfach nur Legendary Dungeon so. Na gut. Ich war gerade noch dabei, gerade Free-to-Play das nochmal in Kontext zu bewegen, weil man muss sich überlegen, wenn man da einen Hunderter ausgibt, dann hat man irgendwie im Optimalfall ein ganzes Legendary-Set und Milliarden von Gold. Und ich finde, das ist schon zu groß der Unterschied. Und ich finde, man kann das eigentlich nur beheben, indem du schneller das Leben natürlich regenerierst, sage ich mal, anstatt also anstatt Pilze reinzuhauen. Dann hast du mehr Versuche als Free-to-Player und kannst da noch ein bisschen mehr rausholen. Ich glaube, das Also schadet ganz auch viel nicht. meines Ja. Wissens. Das schadet auch Ja. absolut nicht. Ja, Weil das ist wirklich, das die ist, muss ich Pilze, sagen, ist die. wirklich gut. Wer warten will, kann warten, wird fürs Warten belohnt und wer pilzt und schnell durchfiltert, zahlt halt immer, von mir aus immer auch denselben Preis, aber das einfach das Leben schneller generiert. Ja, Ja. Aber damit. für Free-to-Play-Spieler gern auch doppelt so schnell. Warum nicht? Ich meine, ich glaube, da würde kein Pilzer jetzt ein Auge machen und sagen, Ach. nein, das kann ja nicht sein. Die blöden Free-to-Play-Spieler, die kommen jetzt doppelt so schnell da durch und wir müssten immer noch das gleiche pilzen. Vielleicht die Regenerationszeit ein bisschen runterschrauben und dann Ja, wäre das schon. das ist eine sehr, finde ich, ist Ja. eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Naja, aber lassen wir es erstmal so. Also ich merke auf jeden Fall, Hauptthema Legendary Dungeon, aber wenn man auch auf das letzte Jahr guckt, muss man auch dazu sagen, jetzt abseits vom Speed-Server sind jetzt keine Kernelemente, neue Features irgendwie hinzugekommen ins Game. Es wurde sich halt viel halt auch auf den Legendary Dungeon fokussiert, konzentriert. Der wurde weiterentwickelt. Muss man aber auch dazu sagen, wurde ja auch so angekündigt, dass jetzt erstmal dieses Jahr auch nichts weiter erscheint oder erscheinen wird, weil halt eben im Hintergrund halt auch an diesem neuen Backend gearbeitet wird und dort halt eben auch ein Beta-Server online ist, wo auch schon dieses Backend drauf getestet wird und optimiert wird, wo auch jetzt schon der Legendary Dungeon erschienen ist und so. Und ja, deswegen ist ja dieses Jahr auch so content-technisch abseits vom Legendary Dungeon jetzt nicht so sehr viel Neues ins Spiel gekommen. Klar, ein paar Kleinigkeiten hier und da, ein paar Neuerungen, ein paar Features sind hinzugekommen, die das Leben so ein bisschen erleichtern. So, ne? Ich habe da jetzt den Begriff für vergessen. Quality of Life, irgendwie Update oder so. Und das sind schon coole Sachen, woran ich mich zurückerinnere. Aber ansonsten sind ja jetzt so wie im vorherigen Jahr oder davor jetzt sowas wie ein Arena-Manager oder sowas. Das ist ja. Sag es nicht! Schade, das war nicht Neues, So, Arena ne? Manager 2 gekommen ist. Und so eine Features, so eine bleibenden Features sind nicht ins Game Ja. gekommen. Jetzt sind ja mehr so diese temporären Sachen ein bisschen gefragter. Und ich finde es auch gut, dass sie in diesen Richtungen gehen, dass so ein bisschen ein paar Events kommen, ein paar temporäre Events, wo man mal so sagt, yo, dass das Spiel ist schon so umfangreich geworden. Viele haben schon teilweise gar nicht mehr Zeit, alles jeden Tag so zu erledigen. Und da denn noch so was Festes, Neues ins Spiel reinzuholen, ist ein schmaler Grat zwischen, ja, die Community will was Neues, aber auf der anderen Seite ist es dann nachher schon zu viel. Ich finde es eigentlich so gerounded jetzt schon ganz, ganz nice, so wie es ist so. Klar kann man auch Features hinzufügen, die man irgendwann durchspielt, siehe Arena Manager, wenn man da halt eben auch bereit ist, Geld zu zahlen, muss man sich da später auch nicht mehr drum kümmern. Ich denke mal, den lässt man dann einfach so laufen. Also ich mache es zumindest so, ich skippe da nicht mehr. Ich habe meine Maximalruhen, mehr will ich nicht. Aber dass halt eben so eine temporären Events wie der Legendary Dungeon kommt, ist schon cool, wo man mal eine Zeit hat im Jahr, wo man ein bisschen mehr zu tun hat. Ist es mal eine willkommene Abwechslung auf jeden Fall zum Alltag von Shakes & Fidget. Und so eine Events finde ich halt ganz nice. Genauso wie den Speed-Server, der war. Das ist auch so eine Sache, finde ich auch cool. Klar, muss man da natürlich dann auch gucken, dass es an der Umsetzung nicht scheitert, so, ne? Aber an sich, die Idee ist natürlich sehr, sehr nice und finde ich auch gut, dass der so aufgegriffen worden ist und ja, das Ganze nochmal so präsentiert worden ist. So. Ja, ansonsten, wie gesagt, klar. Ist natürlich, dass im kommenden Jahr wahrscheinlich uns das neue Backend erwarten wird. Es sind natürlich noch keine Ankündigungen und so gemacht, aber ja, ich denke mal, dass halt das Backend relativ nah im neuen Jahr kommen soll. So viel wurde ja, glaube ich, schon mehr oder weniger gesagt, ne? Ja, und Und man erhofft sich viel.
Ja, ich sage immer so, die Erwartung lieber niedrig halten, dann kann man nicht so enttäuscht werden. Aber unterbewusst freue ich mich natürlich trotzdem drauf, weil ich gespannt bin, was alles mit diesem neuen Backend möglich sein wird, was man Neues umsetzen kann, was jetzt in der aktuellen Spielversion nicht möglich ist. Deswegen, wie gesagt, kam ja jetzt auch nichts mehr großartig abseits vom Legendary Dungeon. Und da bin ich sehr zuversichtlich und halt auch wirklich gespannt. Auch ein bisschen mit Vorfreude auch, was uns da nächstes Jahr erwarten wird. Und ich glaube, 2022 wird Shakes & Fidget technisch eins der Jahre, wo man so sagen kann, dass uns da sehr viele neue Sachen erwarten. Ja. Und Und nicht nur Features, die in der Vergangenheit nicht möglich waren, sondern halt auch, und da bin ich sehr froh, dass wir den Igne und den Derafin hier drin haben, Spieler, die dieselbe Erfahrung wahrscheinlich teilen wie viele von uns, die schon ein bisschen höher im Level sind. Server, die fast ausgestorben sind oder nur noch ein fester Kern, der da drauf spielt. Und Serverzusammenlegung ist auch so ein Riesenthema, was ich weiß nicht, wie sehr das auch kompatibel ist mit dem neuen Backend und so. Da habe ich gar keine Ahnung so. Da bin ich auch nicht technikaffin und kann da auch nicht hinter die Kulissen schauen natürlich. Aber da bin ich auch sehr gespannt, wie das gehandhabt wird und wie das dann auch umgesetzt wird, auch hoffentlich fehlerfrei so, ne? Dass man natürlich jetzt schon ein bisschen voreingenommen, ne, durch die Vergangenheit, und da hofft man natürlich, dass es in der Zukunft ein bisschen besser passieren wird. Was ich übrigens auf S31 merke, ich weiß nicht, ob es so ist, ne? Es wird so behauptet, dass S31 jetzt schon das neue Backend hat. Ich habe zum Beispiel um 4 Uhr keine Serverwartung mehr. Also, das sind ja, da wurde ja auch schon mal gesagt, dass auf diesen neuen Servern, dass es da halt zu Wartungsarbeiten gar nicht mehr kommt, sondern dass es alles live direkt gefixt werden kann, so. Und das ist halt auch so ein Anzeichen, was eigentlich gut ist, so, weil dann halt live viel mehr schneller umsetzbar ist, als es jetzt in der Vergangenheit war. Ja, und da würde ich zuallererst, bevor wir, das sind noch zwei große Themen, die wir anschneiden, so. Ich hätte nicht gedacht, dass der Legendary Dungeon so viel Zeit frisst, aber was ich gerne von euch, worüber ich mich gerne mit euch unterhalten würde, ist, was erwartet ihr an das neue Backend, neue Features, was da kommen könnte, was positive Updates wären damit folgend, und halt eben auch vor allen Dingen von Derafin und Ignil die Meinung und vielleicht auch eventuelle Umsetzung zu den Serverzusammenlegungen und wie ihr das Ganze seht. Das sind jetzt noch so die Sachen, die ich gerne noch abarbeiten würde, bevor wir hier Schluss machen heute. Und das sind große Themen. Das sind sehr große Themen. Wichtigsten Themen, also gerade wenn man mal bedenkt, was bleibt vom Spiel übrig, wenn man mal diesen ganzen bunten Kram wegschiebt, so wie Pets oder was weiß ich, Festung, Unterwelt, dann hast du deine Abenteuerlust, das Questen und deine Gilde. Also wo ich wirklich Features erwarte, ist tatsächlich das Questsystem komplett umzuwerfen. Das ist total langweilig und es ist das, was wir alle nur noch runterklicken. So stoisch jeden Tag dasselbe, bis man endlich mal durch ist. Und da muss ein bisschen mehr Reiz rein. Es gibt also gerade mal, ich weiß nicht, ob ich andere Spiele nochmal als Referenz nehmen darf, aber es Klar. gibt Systeme aus Action-RPGs, und dann sage ich es mal, zum Beispiel Path of Exile spielt Paul, ich habe auch lange Zeit gespielt, und dann gibt es noch ein Gibt's noch einen? ERPG, das heißt Last Epoch. Und das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Da gibt es verschiedene Timelines, heißt das da. Also im Endeffekt hast du immer wieder neue Startpunkte, um eine Map zu starten. Und bei Path of Exile gibt es dieses Delve-System, da hast du so eine Mine, wo du immer weiter runter buddelst. Und so stelle ich mir eigentlich das Questsystem bei Shakes & Fidget in Zukunft vor, dass du gewisse Questpunkte hast und wo du eben verschiedene Wege gehen kannst, wo du vielleicht auch strategische Entscheidungen tatsächlich treffen kannst, was man an Belohnungen kriegt. Vielleicht geht man eben wirklich eine Runde, wo man vielleicht mehr Erfahrung kriegen kann oder wo man mehr Gold kriegen kann. Aber so wie es jetzt läuft, das ist nicht zukunftsfähig, weil letztendlich ist das die Basis des Spiels, und wenn die keinen Spaß macht, naja, und das andere sind halt Gilden-Features, ne? Also da das unterstützen. Am Ende hast du immer die Leute, die einen motivieren. Jetzt wir in der Community auf W50 auch. Also dass ich nochmal einen neuen Server starte, da hat immer schon was angetan. Aber andererseits macht es auch Spaß, muss ich sagen. Also wir sind da auf einem Server zusammengekommen, und da muss es eindeutig mehr geben, weil das ist das, was das Spiel letztendlich zusammenhält. Ne? Das Questen, was du jeden Tag machst, und deine Gilde. Das ist halt so, dass das Kernthema, und deswegen finde ich das wirklich super toll, dass Derafin und Igne hier dabei sind, die beide schon jetzt 11, 12 Jahre das Spiel spielen. Und es gibt sehr, sehr viele Langzeitspieler, die halt auch ein fester Kern der Community sind, die sich vielleicht so ein bisschen langweilen, sag ich mal.
Und ich weiß auch, dass ja, es müsste irgendwie so ein Mittelgrad gefunden werden. Es wird viel optimiert für den Anfang Mid-Game des Spiels, aber für das Late-Game an sich, da hat man nachher alles irgendwann durchgespielt. Und klar, irgendwann hat auch ein Spiel ein Ende so, aber Shakes and Fidget ist da nochmal, muss man nochmal anders, das muss man nochmal anders beurteilen irgendwie. Das soll ja kein Ende haben an sich so, ne? Man will sich ja immer weiter verbessern. Und es sind auch Features rausgekommen, die alle Parteien bedienen, so wie mit Late und also Early Game Spieler so, jetzt mit dem Arena, sorry, mit dem, ne, aber das sind ja auch Sachen, die beeinflussen halt alle von uns, nicht nur Early Game, sondern halt auch Late Game so, ne, das ist cool, aber irgendwie müsste es halt was geben, was halt auch für die Spieler ja an der Stange hält, die halt wirklich schon, ja, 10 Jahre plus, sag ich mal, mit dabei sind. Und so wie Chris das jetzt gesagt hatte, also der Ignir, ist es jetzt, kam das für mich jetzt so rüber wie so ein Legendary Dungeon in den Quest, wo man so ein bisschen seine eigene Route wählen kann, wonach man questen möchte, so ein bisschen. So kam das jetzt bei mir rüber. Auch unterschiedliche Startpunkte. Also es macht ja im Endeffekt die Gegend, wo du startest, ist nur wichtig, falls du mal irgendwie ein Pet sammelst oder falls du eine Daily Quest hast, die du irgendwie da lösen musst oder so. Es ist halt langweilig. Es ist einfach langweilig, es runter zu spielen. Und es ist auch schade, wenn das Wichtigste oder der Hauptteil des Spiels, der immer bestehen wird, egal wie viel Content man geschafft hat oder zu Ende gebracht hat, der immer bestehen wird, dass der nicht spannend ist oder dass man da keine Möglichkeiten hat, da auch ein bisschen unterschiedliche Richtungen zu gehen. Wie ich ja schon gesagt hatte, Gold oder Erfahrung spielt für mich da eben eine große Rolle. Und wenn ich sehe, erfahrungsmäßig habe ich überhaupt keine Chance, vielleicht mehr irgendwo ranzukommen. Vielleicht kann ich aber doch mehr eine Route finden, die mir mehr Erfahrung bringt. Oder eben auch da, wie Paul sagte, mit Legendaries oder so, warum sollte es nicht irgendwie so einen verworrenen Weg da geben, wo es vielleicht auch mal ein Legendary oder so am Ende gibt, ne? Wo man halt selbst was so ein bisschen freilegen kann. Also man müsste sich die Systeme mal wirklich angucken, aber es gibt eigene Routen, also es ist wie so ein Netz, muss man sich das vorstellen. Ein riesiges Questnetz und du kannst in alle möglichen Richtungen gehen. Und warum sollte es nicht auch schon vom Startpunkt her, wo man anfängt, Unterschiede geben, wenn ich jetzt anfange. Na, ich hab mir das schon mal so überlegt, wenn es unterschiedliche Startgebiete gibt, vielleicht haben die halt irgendwelche Bonis oder irgendwelche Sachen, die da speziell dran sind. Also da bin ich noch ein bisschen am Ausarbeiten, aber da finde ich, hat man das größte Potenzial, das Spiel wieder interessanter zu gestalten, ohne jetzt großartig was Neues dazu zu packen. Also auf der einen Seite, ich denke nicht, dass ich sozusagen mit dem Alu-Klicken an der Kernsäule des Gameplays viel ändern wird. Und ich würde auch sogar sagen, es sollte sich nicht zu viel ändern, weil ich sag mal so, meine Lebensumstände und so weiter haben sich halt auch durchaus im Laufe dieser 10, 11, 12 Jahre durchaus geändert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch ganz okay, einfach dank Sanduhren meine Alu relativ brain AFK, weil man ballert eh nur noch die 230er durch, im Optimalfall oder so kurz wie möglich die Quest halten. Einfach in 10 Minuten alles durchskippen und dann bin ich halt im Zweifelsfall damit da. Wenn man ein komplexes oder schon fast überkomplexes System dann auf einmal da so drüber baut, ist es die Frage, ob es einfach das Kern-Gameplay dann wieder zu krass einfach aufbläht, weil ich habe ehrlich gesagt keine 5 Stunden pro Tag mehr übrig, um einen einzelnen Server irgendwie zu spielen, wie damals, als man nichts skippen konnte einfach. Ja? Erstmal finde ich die Ich glaube. Idee, dass ne, da, worauf das Spiel aufgebaut ist, die Abenteuerlust, da ein bisschen mal was zu machen, nicht unbedingt verkehrt, weil es ist schon nach 12 Jahren Questen immer der gleiche Käse. Und da finde ich, ist ein Problem, im High-Level-Bereich versucht man, die beste Quest ist die kürzeste Quest, weil wir alle am Goldcap sind. Aber da wurde ja im Stream wohl gesagt, mit dem Backend wäre es ja vielleicht sogar möglich, das Goldcap zu entfernen. Inwieweit das dann Auswirkungen hat, werden wir dann sehen. Das kann auch ganz in die Hose gehen, weil, ne, dann sind manche Accounts einfach nicht mehr einholbar. Aber da kann man ja bestimmt auch irgendwie das wieder dann einschränken oder limitieren auf eine andere Art und Weise. Aber das würde das Questen in meinen Augen spannender machen, wenn man nicht auf die kürzeste Quest gehen muss. Und da finde ich so eine Art Questplan oder Shakes and Fidget hat doch so viele Questgebiete, Knarrow, Krim und Rottende Lande und so weiter. Warum das nicht ein bisschen weiter ausarbeiten? Warum diese Gebiete nicht wirklich in den Quests erkunden können? Jetzt sagt Dera zum Beispiel, klar,
die Aula würde länger dauern, aber man kann das ja bestimmt auch irgendwie umsetzen, ohne dass man 5 Stunden am Tag rumsitzen muss. Und da wäre meine Idee, warum gibt es aber auch nicht sowas wie einen Alu-Plan, nennen wir es, was uns das, die Alu auch mal im Notfall abnimmt. Warum nicht einfach dort einen Klick reinmachen können, das dann ähnlich wie die Zeitmaschine sagen können, es nimmt so und so viele Pilze, läuft aber nicht alle, überspringt sie nicht, sondern tut einfach 5 Stunden, während du offline bist, deine Alu automatisch durch dieses Questgebiet schicken, zum Beispiel, und du kannst, sagst aber vorher, Fokus auf XP, Gold, Items oder irgendwas. Nur als Vorschlag, wie man sowas umsetzt, weiß ich noch nicht, aber es würde halt, denke ich, uns vielen sehr viel Arbeit am Tag abnehmen. Ja, du müsstest ja im Prinzip wie die Wüstenlandschaften, dass die Sanduhren droppen, eine Feature einführen, dass jetzt gewisse Gebiete, Schwarzwassersümpfe, halt wirklich, sage ich mal, XP-fokussiert sind. Also dass dieses Verhältnis Gold-Abenteuer sich, Gold-Abenteuer, Quatsch, Gold-Erfahrung sich mehr auf Erfahrung dann legt mit einem Prozentsatz X oder so, dass man das halt festlegt und dass der Spieler dann sagen kann, okay, für die 2 Minuten 30 gehe ich jetzt halt in das Gebiet, weil da kriege ich halt noch mehr Gold. Plus und die ganzen zusätzlichen Bonis, die kann man ja dann aufrechnen, ganz normal. Also ich, wenn man das für Sanduhren festlegen kann als Drop bei Sandlandschaften, gibt es ja vielleicht auch mehr Möglichkeiten. Was wäre denn mit dieser Idee? Man plant seine Abenteuerlust für einen Tag und tut sich seine Abenteuerlust mäßig zusammenstellen aus Questgebieten, die man jeden Tag random bekommt. Und da läuft dein Charakter durch. Du kannst zum Beispiel sagen, du willst dann schneller durch mit Pilzen, das immer beschleunigen. Und ab einem bestimmten Prozentsatz bekommst du immer deine Belohnungen, dein Gold, deine XP und so weiter und deine Items. Interessanter Ansatz. Und nur um das nicht falsch verstanden zu haben, ich habe jetzt auch nicht sagen wollen, halt, stopp, das bleibt alles, wie es ist. Ne? Ja. Ich finde es okay, wenn sich an der Alu was ändert oder dem Kernfokus des Tagesgeschäfts. Aber was du gerade gesagt hast, das klingt tatsächlich in gewisser Weise interessant, weil das verbindet ja deinen Gedankengang, den ersten, von wegen, dass es irgendwie automatisierter abläuft, mit dem, was Ignail gesagt hat, dass du dir halt irgendwie wie im Delph in Pass of Exile oder was weiß ich, eine Art Route zusammenstellst und hey, das ist mein Pfad. Und wenn ich mich dann halt einfach am Tag mal 30 Minuten hinsetze und überlege, so was wäre diesen Tag meine coolste Route, das ist wirklich ein interessanter Ansatz dann. Und die läuft dann automatisch durch und die kannst du aber auch gerne mit Pilzen überspringen, direkt bis zum Ende, holst ab so den Loot ab. Ja. Das macht es dann halt auch anders genug, dass ich dann halt auch einfach die Lust und die Laune hätte, mich am Tag einfach mal 30 Minuten oder wie lange auch immer hinzusetzen und mal zu planen und zu überlegen. Und ja, die Idee ist gut. Aber jetzt mal für mich, weil ich verstehe es nicht ganz. Also du machst eine Route, legst sie fest, aber was ist der Mehrwert? Also da muss ja noch was kommen. Es ist ja jetzt nicht nur, dass ich plane, wo ich jetzt hingehen will. Naja, jedes Gebiet hätte halt verschiedene Boni. Achso, also jeden Tag, jeden Tag hast du halt andere Gebiete und in jedem Gebiet. Ja. Das Ding, wir haben ja den Legendary Dungeon, da kann ja so viel Mist drin passieren. Warum nicht in der Alu? Du hast dein Gebiet und du weißt halt in dem Gebiet, am besten sind dann noch, wenn du direkt Quest-Belohnungszeichen in deinem Gebiet hast und am besten noch ein schönes Fragezeichen, wo ganz viel passieren kann. Da kommt vielleicht mal irgendein Miniboss, ähnlich wie Legendary Dungeon oder mal eine geheimnisvolle Kiste, in der vielleicht sogar ein ganzes Legendary drin ist. Man kann damit viel machen. Und warum dann nicht noch direkt übertreiben und dann noch ein Skilltree für die Quests einfügen? Oder nach einem bestimmten absolvierten Quest noch auswählen kannst, okay, ich fokussiere jetzt mein Skilltree auf mehr XP, mehr Gold, mehr Item-Drops, mehr mysteriöse Monster, mehr mysteriöse Pfade oder so weiter. Man hat da so viele Möglichkeiten. Und ich muss sagen, ich habe selbst noch nie daran gedacht, an diesem Quest-System was zu ändern, obwohl wenn man jetzt nur kurz, wie 5 Minuten hier überlegen, so viele coole Ideen dafür haben, was man da eigentlich draus machen könnte, was wirklich für das Spiel wahrscheinlich auch noch revolutionär wäre, cool wäre, was wieder aufregend machen würde, die Alu komplett neu entdecken und trotzdem das Zeitproblem direkt löst mit, man schickt es auf das Abenteuer, man kann das Abenteuer aber auch überspringen und wir haben auch das Problem gelöst mit 2 Minuten Quest suchen. Da haben wir doch echt mal eine tolle Idee herausgehauen. Also ja, Chris, an diesem Punkt ich glaub, man echt, muss echt auch mal eine coole aufpassen, Idee. Dass man nicht alles, also dass man das nicht zu sehr Autoplay-mäßig macht, so dass man wirklich auch, also das Feature finde ich auch eine so coole Idee, aber nicht, dass man es halt so macht, dass die Leute dann einfach nur noch Autopilot. Naja, dass jeder Account mehr oder weniger, okay,
die Route und du machst eigentlich gar nichts mehr. Das ist ja, okay, wenn es optional ist. Ne? Also ich finde es optional gut, wenn man sagt, okay, zahlst du halt 50 Sanduhren oder 50 Pilze adäquat oder sowas und dann machst du es automatisch. Man hat halt nur nicht die Optimierung dadurch. Ne? Und ich finde es halt komisch, wenn wir sagen, das ist Tagesgeschäft und so ein bisschen Arbeit abnehmen. Ich glaube, wir sollten das Spiel spielen, weil es Spaß macht und nicht, weil es irgendwie nervige Arbeit oder so nebenbei ist. Und ich sehe hier halt eine Option, dass das einfach auch Spaß machen kann, einfach wieder. Und das ist doch da auch das Phänomen, fand ich, vom Legendary Dungeon. Du spielst es, oh, ist was Neues. Und ach, Mensch, ich klicke da jetzt mal durch und jetzt überlege ich mir mal eine Strategie. Und das kann man natürlich in abgewandelter Form auch auf die Quests in meinen Augen umwandeln. Und das finde ich halt viel wichtiger und es macht dann ja auch wieder Spaß. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich finde diese Idee, ich bin da riesen Fan von, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr nice. Du hast mir das ja auch schon mal privat erzählt, wie du dir das vorstellst. So, ich glaube, bei mir auch im Stream mal gezeigt, anhand von einem Bild, wo man denn auch so diese Wege gehen kann, so bis man denn an dieses Ziel kommt und so. Das war ich schon damals sehr ein Fan von. Aber ich muss halt auch wirklich da Mo recht geben, dass das nicht so wirklich so Autopilot-mäßig so alles durchackern, weil ich glaube, viele von uns sehen die Alu mehr als nerviges Zeug, was man halt jeden Tag durchklickt, weil man es halt eben macht so. Und deswegen sollte man das eher so aufgreifen, als dass es dann halt wieder Spaß macht, wie du es sagst, anstatt so, das ist so, naja, das muss ich machen, weil es gehört halt dazu, weil ich es halt machen muss, sonst falle ich nach hinten, so meinen Kontrahenten gegenüber oder so. Ne? Ja, aber also, sehr, sehr gute Idee. Schwierig, also ich weiß nicht, wie sowas dann auch schwierig, wenn du jetzt sagst, du hast ja jetzt eben wie euch High-Level-Chars, die jetzt sowieso ja auch ein ganz anderes Verhältnis haben von Goldeinkommen und XP-Einkommen als jetzt Chars, die auf neuen Servern anfangen. Und jetzt das Quest-System, das ist natürlich anders, was dann auch cool ist. Also ich habe es jetzt auch soweit verstanden. Ich spiele sonst nicht so viele andere Games in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob das, also das kann sich sehr positiv auswirken, wie Paul ja auch schon meinte, aber könnte es auch viele Gedanken dann entgegengeben, dass die High-Level-Chars dann noch davon mehr profitieren können. Oder also quasi, sprich, wenn du einen Char von Anfang an so spielst, dann mit diesem neuen Quest-System, wie auch immer es aussieht, also da einen Weg auch zu finden, dass das trotzdem alles balanced ist. Ja, das könnte ich mir halt auch sehr schwer, also stelle ich mir jetzt aktuell sehr schwer vor mit den jetzigen Entwicklungen und alles. Naja. Aber das muss natürlich dementsprechend auch echt gut durchdacht sein. Ja. Wenn du Level-angepasste Belohnungen für deine Runs bekommst, dann werden die High-Level-Spieler genauso belohnt für ihre Stufe, wie jetzt die Low-Level-Spieler belohnt werden für ihre Stufe. So. Also die High-Level-Spieler kriegen ja jetzt eh auch schon viel, viel mehr Gold und haben einen viel größeren Abstand, bauen auch einen viel größeren Abstand immer weiter den den Leuten hingegen über auf, die noch nicht so weit sind vom Gold her. Und so kann man es ja dann auch so machen. Ich würde auch das so sehen, dass halt durch diese diese Neuauffassung der Quests halt auch dieses Problem gelöst wird, von wegen den High-Level-Spielern auch wieder ein bisschen mehr zu geben, sag ich mal. Das wäre jetzt wieder so ein Update, wo man sagen würde, da haben alle was von. Auch die Late-Game-Spieler und auch Early-Game und so und im Mid-Game. Und im Low-Level-Bereich kriegst du halt eben nicht so viel Erfahrung oder kriegst du halt eben nicht so gute Items. Und das würde ich dann halt eben auch wiederum irgendwo ein Stück weit levelabhängig machen. Wie das dann nachher am Ende aussieht und wie das Ganze dann gebalanced wird, das würde man dann am besten meiner Meinung nach testen können auf einem Beta-Server, wo man dann das Feature vorher dann mal einfügt und mal durchgeht, bevor das dann auf die Live-Server übertragen wird. Und wenn da dann alles glatt läuft und alles gebalanced wird und es gibt sehr viele zahlreiche Spieler auch auf dem Discord, die da sehr ambitioniert sind, alle Fehler und alles Mögliche zu testen. Und wenn da dann alles glatt läuft, warum denn nicht machen? So, also man kann ja so ein Update vorher ankündigen, dass sowas kommt. Man muss ja nicht gleich so das so lange geheim halten, bis es live ist und auf alle Server übertragen wird. Das kam ja schon mal oft nicht gut an, weil dann mal was nicht glatt gelaufen ist. Man kann ja auch ein Update einfach vorher schon ankündigen, dass es live ist oder dass es live kommen wird und das ist unser Plan und hier haben wir das und das vor, dann vielleicht noch so ein bisschen ja, in der Präsentation vorgeführt und so und kann das dann aber dann erstmal auf den Beta-Servern zeigen, klar ist es dann halt schon eben raus. So, dann weiß halt jeder Bescheid, dass es kommt auf den Beta-Servern. Aber das würde im Vorhinein viele Fehler vielleicht reduzieren, bevor es dann auf die Live-Server kommt. So. Ja, würde ich so sehen. Aber generell ist es eine geile Sache auf jeden Fall.
Und das hört sich auch für mich auch so an, dass halt eure Erwartungen an den neuen Backend halt sind, dass an den Kernthemen so ein bisschen gearbeitet wird. So. Alu, Und Gilde. noch ein Kernthema Gilde, ne? Wollen wir nicht darüber da mal switchen zur Gilde? Ja. Soll ja was kommen, Weil genau, da hatten wir ja im letzten Stream, Mo hatte ja, ja. was glaube ich, Thorsten, der Ja. angekündigt hatte, Ja. dass neue Gilden-Features kommen sollen mit dem Backend. Ich weiß noch nicht, welche. Ich weiß noch, ob du da schon was weißt und was Ich habe erzählen kannst. da gar keine Ahnung, Du hast gar aber keine Ahnung. Aber. ich weiß, dass zumindest das Backend eben, was ja halt auch schon spekulierte, was ja irgendwie klar sein sollte, dass das halt mehr Möglichkeiten bietet. Und ich kenne Ja. das von anderen Spielen, die auf, da hat man halt nicht eben einfach das Backend, sondern vielleicht irgendwie eine Engine. Und du sagst, du änderst die Engine. Das kommt ein neues Spiel, das ist ein 3D-Spiel. Das basiert eben auf einer gewissen Engine. Und wenn ich die jetzt ändere, dann kann es sein, dass mir mehr Möglichkeiten offen, also dass ich viel mehr machen kann, egal in welche Richtung. Was halt vorher nicht ging, weil, ich weiß nicht, das war auch damals schon bei Counter-Strike so. Die haben halt mit, die arbeiten immer noch auf einer alten Basis und ich weiß nicht, ob dort du das kennst, halt, dass am Anfang gab es super viele Bugs auch in dem Spiel, die gar nicht beheben konnten, weil die arbeiten auf der Engine vom vorigen Spiel und konnten Ja. dann Sachen, ich glaube, da gab es Smoke-Bugs, da gab es, ich weiß gar nicht. Von CSS zu Global und so, ne? Diese Ja, Umschwingung, genau. eben. Und das ist im Prinzip das gleiche Spiel, nur gepolished. Und wenn ich jetzt aber die Grundlage dafür ändere, kann ich halt vielleicht noch viel, viel mehr machen. Und das Thema Gilde ist dann vielleicht auch, ich denke da mal so an interaktive Sachen, die man vielleicht noch einbauen kann, wo dann der Spieler gefordert ist. So wie ihr jetzt sagt, mit den Quests halt, ne? Dass man nicht einfach durchklickt, so gesehen, ne? Und dass die Interaktion mit den Spielern durch irgendwelche Features, ich habe Ja, auch zum. selbst keine Ahnung, wie man das machen könnte, aber Ja. ich Dafür ist glaube, der man Stammtisch kann. ja da, dass du halt Ja, deine Ideen, man kann viel machen. deine Wünsche auf jeden Fall Ich habe auch äußern. noch eine Idee, die direkt vom Player stammt. Da kann ich euch dann auch noch zu fragen, aber wir können ja erstmal damit weitermachen. Ne, wir hau raus. Jetzt hast du uns schon Oh, ja. gespoilert. Jetzt wollen wir auch hier. Spann uns mal nicht so auf die Folter. Reicht nicht nur Ja, den das wollte kleinen ich auch Finger. im Stream nochmal, also an die Community richten, aber jetzt habe ich ja sowieso hier um mich rum Ich super meine, viel. jetzt nach einer Stunde Ne? kriegt sowieso keiner mehr mit, deswegen hau raus. Ist aber eigentlich eine ganz wichtige Sache, weil ihr habt ja eigentlich alle auch gerne Competition in Shakes & Fidget, oder? Ja, klar. Und dann ist die Frage nach dem Gefälle der Competition aufgrund der Pilzmenge auf den Servern, ne? Also, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Also eine festgesetzte Ähm, Pilzmenge auf einem Server, sodass gleiche Competition herrscht und jeder mit gleichen Voraussetzungen pilzen kann dann. Ja, das wenn ist. die dann bei 500.000 liegt, dann ist es kein großer Unterschied, aber Na, das wär nicht der Fall. Also, das ist halt die Schwierigkeit dabei. Man würde, ja. sagen wir mal, Modell, jetzt so Theorie, eben 3-Monats-Server, der hat auch ähnlich wie ein Speed-Server. Das ist ein bisschen Paralleluniversum, weil der funktioniert ja dann schon automatisch anders als alle anderen. Der könnte nicht konkurrieren mit in der Hall of Fame oder so, also in der internationalen. Aber die Competition wäre im gleich. Man könnte sehen, theoretisch sehen, welcher Spieler am schlausten spielt, weil der hat nur die Menge und der kann auch keiner nachkaufen. Dann ist die Okay. Frage, wie finanziert sich der Server logischerweise? Ja. Das wäre dann wiederum ein Abo-Modell. Ja. Ja. Ähnlich wie das zum Beispiel bei WoW funktioniert oder anderen Spielen. Da ist dann die Frage, das wäre dann, würde mich interessieren von euch und halt auch Player, Ja. wie viel würdet ihr bereit sein zu zahlen, Okay. für wie viel Pilze würde es Sinn machen am Tag? Ja. Genau das hatte ich schon, glaube ich, öfter mal im Stammtisch erwähnt, ne? Einen Ja. Abo-Plan für Pilze, für faire Bedingungen. Und was ich auch schon oft erwähnt hatte, war auch dieses Competition-mäßige sowas, wo ich oft Vergleiche gemacht habe mit Diablo 3 oder mit Path of Exile, Leagues, Seasons. Battle Pass. Warum nicht sowas machen? Gerade wir spielen gerne Serverstarts, aber es ist auch oft schwer, 4 oder 5 Accounts gleichzeitig zu spielen. Wir haben alle unseren Main-Account, den wir weiter progressen, aber wollen auch immer mal gern wie was Neues erleben. So, meine Idee. Shakes & Fidget, ne, nennen wir es einfach auch jetzt einfach mal Seasons. Ein Event-Server startet, 3 Monate. Jeder hat das gleiche Abo-Modell, sagen wir mal 25 Euro, aber man kriegt dafür mehr Pilze als für das normale Paket. Sagen wir mal, jeder Spieler kriegt
von mir aus nicht mal unbedingt einen festen Betrag, sondern bekommt von mir aus jeden Tag einen bestimmten Tag, jeden Tag einen Betrag an Pilzen, die aber auch jeder hat. Und man lädt aber nicht immer wieder auf, sondern man zahlt sich einmal wirklich nur in diesen Server ein. So. Natürlich ist das nur temporär und du willst nicht nur für temporär und dann hast du nichts mehr, ist dein Geld weg. Lässt dir deine Pilze am Ende gut schreiben als, keine Ahnung, auf irgendeinem anderen Account. Sagen wir, wenn das ist möglich. Wenn du das dich einkaufst in diesen Server, kriegst du von mir aus noch einen Code, der den gleichen Betrag als Pilze gibt, den du auf einem anderen Account einlösen kannst. So, meine Idee aber, damit das Ganze jetzt noch spannender wird und nicht nur wie in jeder anderer Server ist, hat dieser Server irgendetwas Spezielles jedes Mal anders. Sagen wir, dieser Server hat 3 Monate lang 5-mal die Menge an Gold oder XP. Oder du findest nur Black Gems oder Legendary Gems. Und das könnte man jedes Mal ändern und würde wieder Spannung reinbringen. Gerade man kann immer wieder was Neues erleben. Man hat immer seinen Main-Server. Und ohne, dass man diesen Account immer weiter ewig durchziehen muss. Mein Vorschlag. Und wie viel wärst du dann bereit zu investieren? Das war ja die Ursprungsfrage jetzt von Moson, oder? 25 Euro. Ich denke, ist ein guter Betrag, aber wirklich ein einmaliger Betrag, den man aufladen kann auf diesem Server. Und dann sagen wir 25, ich denke, das ist ein fairer Preis. Und aber auch nur unter der Bedingung, dass du das investierte Geld aber auch wieder in einer Form von Pilzen auf deinem Main-Server dir gut schreiben lassen kannst. Oder auf welchem Server du immer willst. Das wird ja dann wahrscheinlich nicht rentabel sein. Du hast ja ein gewisses, sag ich mal, du bezahlst ja mit einem gewissen Risiko ein, sag ich mal, dass du auf irgendwas hinarbeitest. Ich habe jetzt nicht so verstanden, dass du jetzt irgendwie 25 Euro zahlst und am Ende spielst du halt den Server, weil er besonders ist, aber irgendwie gibt er dir ja nichts. So, du spielst ja auf irgendwas hin. Du willst ja der Beste sein aus irgendeinem Grund. So, das heißt, für mich kommt das so rüber, dass du auch irgendwas jagst. So, irgendein Ziel, irgendeine Belohnung. Eine Rangliste oder ein bestimmtes Item, das dann da auch von mir aus eine Gravur bekommt, wie jetzt ein Demigods-Item in Power of Exile, das du dir dann gesendet bekommst als Post auf deinen Char. Eine Rangliste, besonderes Item, irgend sowas in der Richtung. Kannst ja noch individualisierte geben. Toilette wäre auch schön. Ein Achievement. Von mir aus auch Deko. Wir kriegen ein neues Feature mit dem Backend, nämlich die Deko-Kiste. Da kannst du dein komplettes Spiel neu dir aufhübschen. Und du kannst besondere Deko-Artikel auch auf den Event-Servern sammeln. Inklusive der Rangliste und den einzigartigen Items. Perfekt. Also dann gibt es dann auch einen Marktplatz. Den Markt. Das gibt es ja dann. Wenn du sagst, 25 pro Monat. Das Auktionshaus, ne? Ja. Das wird erstmal besser. Ja, also insgesamt finde ich, ist es eigentlich eine interessante Idee, bloß man muss überlegen, also es muss streng voneinander getrennt sein. Also die Server, die es jetzt gibt, die irgendwie in Verbindung setzen mit solchen Event-Servern, nenne ich die jetzt einfach mal, oder mit Chicks and Fidget Version, was weiß ich, XY, weil das muss was ganz anderes sein. Es muss, wie gesagt, Challenges, Achievements, Leaderboards, irgendwie sowas geben. Und das verknüpfen mit irgendeinem Main-Account würde ich das ehrlich gesagt aber nicht. Also klar, ich bin auch dafür, dass man da irgendwas dann verkriegt, aber nicht in der Form. Also nicht, was jetzt, nicht, also ich habe das so verstanden, nicht, dass das Spiel beeinflussend ist für die anderen Server, sondern einfach nur irgendein Custom Gegenstand so oder irgendwas, so wie es früher diese Achievements gab, so diese, ich habe hier 10.000 Kämpfe gemacht und habe dann diese Medaille bekommen denn so oder hier die Gildenkämpfe oder was weiß ich irgendwie, so diese kleinen Custom-Sachen, ich glaube, die fehlen vielen Leuten heutzutage auch so ein bisschen. Dieses Individualisierte, so dieses, wie viel hat mein Charakter schon erreicht, ein bisschen mehr Statistiken vielleicht so auch da reinbringen, um, ich weiß nicht, ich glaube, Shaxx & Fidget hat auch viele Statistik-Nerds einfach, so denen das auch gefallen würde, was man sieht, was man noch so für Background-Stats so hat. Diese ganzen Sachen, die es früher gab, so wie viele Arena-Kämpfe habe ich schon gewonnen, wie viel Stunden Stadtwache habe ich schon in mein Leben gespielt, so eine Lifetime-Steps, wie viel habe ich in mein Leben schon das und das und das gemacht, so. Das hat vielen gefehlt, glaube ich, jetzt seitdem. Das ist schon lange raus. Das ist mit Version 2, glaube ich, sogar. Ja, Sammelbuch und die Achievements sind cool, aber die Orden, die waren schon... Aber ich höre heutzutage noch von sehr, sehr vielen, denen
das so hinterher trauern. So. Und es gibt so viele Optionen, die sind zwar aus platztechnischen Gründen damals verschwunden, aber heutzutage gibt es so viele Optionen, die wieder einzufügen. Alleine durch dieses Achievement-Buch kann man auch unendlich viele Zeilen noch dazufügen, wo man dann halt auch immer wieder so nachblättern kann, so hier, das und das habe ich noch erreicht und so. Und hier, damit kann ich flexen und damit kann ich noch ein bisschen hier so. Ja, der legendäre Dungeon hat sowas ja. Ja. Da auch eine Statistik. Da fehlt mir auch eine Allgemeinstatistik, fehlt mir da auch. Habe ich, wusste ich auch sagen, so eine Allgemeinstatistik, wie viele Runs habe ich in meinem Lifetime schon gemacht, so, ne, im Legendary Dungeon. Sowas fehlt mir auch, nicht nur von einem, von allen. Das fand ich auch cool. Aber ja, aber das Prinzip, also klar, es müssten noch mehr Details kommen oder auswählbar sein, aber das Prinzip gibt es da ja. Die Frage ist halt auch, bei den Stats, die jetzt zum Beispiel damals die Orden hatten, wurde das überhaupt spielseitig weiter getrackt? Ich glaube mal nicht, oder? Ja. Wollen zurück, du hast sie gar nicht mehr, diese Wollen, die hast du weg, die waren weg, die Orden, also du hast die Attribute wieder abgezogen bekommen. Aber dafür ja, hast aber die Frage ist, du hast den, du hast den Fuchs, glaube ich, irgendwie damals, oder irgendwie sowas gab es da noch, so einen Fuchs irgendwie gab es da, ne, als irgendeine... Das war ein einziger Satz, dass du mit der 5-0-Kiste dir holen konntest. Ach so war das, ja. Das ist wahrscheinlich schon so lange her, ja. Du meinst, ob die... Warte mal, deine Frage war jetzt, ob das immer noch weitertrackt von damals, sagen wir, deine abgeschlossenen Abenteuer. Ja klar, das wurde ja irgendwie in der Datenbank für meinen Charakter irgendwie getrackt, dass das angezeigt werden konnte, ich habe eine Bazillion Abenteuer abgeschlossen. Die Frage ist halt, wenn man weiter oder wenn man jetzt neue Statistiken einfügen würde, wurden von damals halt einfach diese Zahlen, diese Datensätze weiter hochgezählt oder hat man das einfach abgeschnitten und braucht man nicht mehr weg damit? Gute Frage, das können wir nicht reinsehen, ne, ob es das ja, noch ja. gibt. Ja, aber das ist halt das, was mir ist. Schon, weil es mechanisch ja jeder Abenteuerlust ja einen Klick oder einen Enter bedeutet. Ich denke schon, dass das irgendwo getrackt ist. Die Frage, es wird nur nicht ausgelesen im Moment. Ich meine, wir sind uns da nicht zu 100% sicher. Genau. Wenn es da ist, wäre es cool. Man kann es wieder mit einfügen. Mhm. Wenn nicht, dann fängt es halt an dem Punkt an, wo es halt wieder anfängt. Ne? Ja, gut, aber dann brauche ich es auch nicht mehr. Nee, dann brauchen wir es auch nicht. Das stimmt, ja. Aber für die neuen Server, wenn die nach Abo-Modell laufen, dann ist es durchaus interessant, das für die Server wieder zu implementieren. Ja. Da auch nochmal auf die Frage zurück von Mo. Der wollte ja noch stellen, wie viele Pilze für 25 Euro? Das habe ich mitbekommen. Noch. Ja. Wie wir bereit sind, auszugeben. Ja. Ich finde den Betrag... Ja, Maul hat jetzt 25. Kann ja auch sein, dass Dortze zum Beispiel sagt, ey, ich keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich finde den Betrag 25, denke ich mal, erschwinglich für alle Leute, die ein bisschen Spaß haben wollen. So. 50 wäre mir nachher schon für die Breite... Man muss ja auf die breite Masse gucken. So. Und da sind, denke ich mal, so 25 Euro für 3 Monate sind okay. Wie das nachher mit der Rückerstattung und sowas, falls, weiß ich nicht, ob das so realistisch ist. Ich glaube eher weniger. Aber du bist ja bereit, denn schon festen Betrag vorher zu bezahlen. Bist dir sicher, yo, du könntest zwar jetzt, was auch immer du da gewinnst oder mit davon nimmst, könntest du zwar mit diesen 25 Euro vielleicht nicht erreichen, aber du hast trotzdem deine 3 Monate Spielspaß auf dem Server und hast halt trotzdem jetzt, sag ich mal so, du weinst die 25 Euro dann nicht hinterher. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich da einkaufen möchte zum Anfang. Also ich denke auch 10 Euro pro Monat kann man ruhig machen. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, 15 Euro für 3 Level-Ups ist auch eine faire Kiste. Also ich würde sagen 10 Euro pro Monat, wenn man es umrechnet. Und wenn das dann 3-4 Monate ist, die meisten Spiele, also Diablo 2 Resurrected wird auf 4 Monate hinauslaufen. Path of Exile ist schon bei 4 Monaten. 1 Monat. Diablo 3 weiß ich es gar nicht. 3 Monate? Ja, 1 Monat. Monate waren. Kann ich immer nur 3 liegen? 3 Monate. So, und was bekommt man jetzt dafür? Ja, was bekommt man jetzt, also ich weiß nicht, Paul, hattest du gemeint 25 für 3 Monate oder pro Monat? Für alles, komplett, man kauft sich einen in diesen Server, du musst nur einmal zahlen, das ist ganz wichtig. Genau. Ja, was man bekommt, es gibt eine Rangliste für jede Klasse. Also das ganz wären dann unter 10 pro Monat, ne? Wie bitte? Das wären unter 10 pro Monat dann. Das ist ja ein individualisierter Server, das heißt, du kannst ja auch ein bisschen mehr Pilze für 25 Euro bekommen. Ja. Und was wichtig ist, sind ein paar Dinge. Nämlich erstens kriegst du mehr Pilze als du für 25. Mit 600 Pilzen dann über 3 Monate spielen. Ja, bist eben da. Habe ich mir gerade vorgestellt. Mehr Pilze als normal, aber dafür musst du dich halt auch einkaufen. Das heißt, es ist auch nichts für Free-to-Play-Spieler. Das nächste ist, dass man Ausbauzeiten wie von der Festung und der Unterwelt extrem erhöht und dementsprechend auch die Überspringkosten anpasst. Dass man wirklich taktisch da überlegen kann, investiere ich jetzt in Skips, oder in Dungeon-Versuche oder in Alu oder ins Reittier. Das würde ich gar nicht so machen. Ja, doch, weil ansonsten wirst du in diesen 3 Monaten in diesen verschiedenen
Contents keinen Fortschritt machen können oder verlierst zu viele Pilze in diesen Dingern. Arena-Manager, Unterwelt, Steine skippen und so weiter. Klar kannst du dann taktisch spielen, aber wenn du sehr, zu limitiert bist, hast du dann auch... Aber da ist ja auch mein Spaß zu limitieren. Da, ja, stimmt, hast du schon irgendwo recht. Aber da ist ja auch gerade der spannende Faktor, wie nutzt du deine Pilze, die dir zur Verfügung stehen, am schlausten, um dann am Ende des Tages in den 3 Monaten am weitesten oben zu stehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kerngedanke von diesem Server irgendwie. Und da würde ich, glaube ich, Spielelemente jetzt nicht so weiter anpassen. Klar, Festung, Unterwelt, das braucht natürlich alles viel, viel länger als 3 Monate. Aber dann wichtige Sachen wie, natürlich, du musst einfach, damit du in diesen 3 Monaten das meiste am Content erledigen kannst, muss das verschnellt werden. Und sowas wie Boost und Skips müssen dann kostenlos angeboten werden. Oder auch nicht, wenn du sagst, wenn du guckst, man muss gucken, wo setzt man seinen Fokus drauf. Aber ich finde, da muss es irgendwo eine Anpassung geben über so einen kurzen Eventzeitraum, weil sonst vieles einfach nicht sehen wirst. Dann ist halt die Frage, der einfachste Weg wäre dann zu sagen, du kriegst, also deshalb, ich muss vorhin auch lachen, weil ich mir vorgestellt habe, du machst einen Event-Server, bezahlst 25 Euro, kriegst 600 Pilze und spielst dann 3 Monate damit Competition. Ja. Also da ist, da will ich als Free-to-Play-Spieler sogar mitmachen, weil da habe ich die besten Chancen wahrscheinlich. Wenn du jetzt sagst, meinetwegen, du nimmst jetzt die Summe X, 25 Euro und gibst jedem Spieler 20.000 Pilze, dann ist jetzt in deiner Vorstellung ja trotzdem so, je nachdem wie du spielst, dass ja viele Pilze, also die meisten würden ja ihre Pilze in Dungeon Price legen, was dann nicht das Sinnvollste ist in der Regel, sondern du machst ja durch Skips, durch die besseren Minen, also durch die besseren Steine, sind ja die Dungeons dann dadurch viel günstiger. Und da müsstest du jetzt ja erstmal überhaupt ausrechnen, was du in 3 Monaten theoretisch erwirtschaften kannst mit den aktuellen Ressourcen und Features, ob sich das dann eher lohnt, einfach den Spielern viele Pilze zu geben und zu sagen, macht mal, oder wie du jetzt vorgeschlagen hast, das muss alles reduziert werden. Also ich glaube, da brauchst auch einen deutlichen Test. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann, was ich meine, aber wenn ich habe es noch nicht gemacht, alles geskippt, also nicht durchgängig, also zum Serverstart, aber da reden wir ja von mehreren tausenden Pilzen nur für Festung, zwischen Festung 10 und 15, ja, und Edelsteinmine 10 und 15, ne? Und das sind ja Summen, die muss man ja einberechnen bei 3 Monate Laufzeit, also deshalb könnte man auch sagen, gibt man viele Pilze, dann muss man aber wahrscheinlich mehr als 25 Euro rechnen, also wo ist da der Mittelweg. Ja. Naja, man gibt mehr Pilze auf diesen Servern, als das Geld wert ist, normal. Aber deswegen ist es ja auch ein Voided-Event, ne? Weil danach ist Puff. Deswegen kann es dir egal sein. Dann kannst du auch jedem Spieler von mir aus 100.000 Pilze geben, solange einfach die Bedingungen gleich sind. Da musst du aber auch darum, dass darum die geht's Währung ja im nicht Kern. Entwertet, ne? Ja, die Währung. Ist ja, die ja okay, die man muss nicht bestehende nicht Währung zu krank machen. Aber ja, weil wenn sonst. Also so würde ich jetzt überlegen, aus Players Seite, wenn du sagst, okay, die Leute finden dann den Server cooler, weil ich kann ja günstig mit vielen Pilzen spielen. Okay, ja, dann spielt man die dann anderen die nicht anderen mehr. Ja, das stimmt. So. Aber wenn es für 3 Monate reduziert ist und danach eh nichts mehr zu erreichen ist, dann hat da ja auch keiner eine Intention, Langzeit drauf zu spielen. Und wenn man dann alles sowas macht, wie jetzt auf dem Speed-Server zum Beispiel die Bedingungen, da hat ja auch jeder dieselben Bedingungen. Wenn man dann auch sagt, so ja, ich habe hier jetzt vielleicht gerade ein Event, so ich bekomme... Ja, keine Ahnung, das kann man ja schon festmachen. Du hast einen festen Einkaufspreis, aber hast auf diesen festen Einkaufspreis eine 50 oder 100% Pilzaktion, sage ich jetzt mal. So könnte man es ja verkaufen, ne? Und dann hast du halt eben mehr Pilze fürs Geld bekommen, mit denen du dann halt eben diese 3 Monate wirtschaften kannst. So. Und wenn man dann noch die Bedingungen mit dem Speed-Server vielleicht hat, so ist, man will aber auch nicht so einen Speed-Server remastered dadurch machen, sondern man will ja einen Shakes and Fidget Season so daraus machen, so, ne? Deswegen ist es schon irgendwie ein bisschen kompliziert, da den richtigen Mittelweg zu finden. Also, aber ich sehe es eigentlich gar nicht so eng. Ich verstehe das Problem halt gar nicht, weil ich muss doch zwei Entscheidungen treffen im Endeffekt. Wenn ich jetzt ein Vielpilzer bin, der monetär überhaupt nicht reduziert irgendwie eingeschränkt ist, der spielt halt einen normalen Server, gibt zu Server, startet seine 500 Euro aus, steht auf Platz 1 und freut sich einen Keks. Aber jemand, und das ist auch die betriebswirtschaftliche Sicht, wo hole ich dann auch aus Playas Seite dann mehr Geld? Wenn ich jetzt
das demotiviert doch auch unheimlich Leute, wenn du jetzt auch mal die EHOF anguckst und auch vom Level her schwierig an die High-Level-Spieler ranzukommen, schwierig an so einen Strider ranzukommen, dann bleibt ja fast gar nichts anderes übrig mehr, als so eine Season zu spielen, wo dann auch jeder ähnliche Bedingungen hat. Und wo ist es halt lukrativer? Hole ich mir 50 Spieler an Bord oder vielleicht auch wie 50 werden es ein bisschen mehr Leute sein, als dass die halt wirklich viel, viel Geld ausgeben? Oder habe ich halt eine riesen Basis an Spielern, die eben auf diesem Server, auf den Season-Servern spielen? Ich glaube, es ist doch viel, viel wichtiger, ein Spiel zu haben, was auf Dauer interessant für viele Spieler ist und so auch im Gespräch zu bleiben, als nur für irgendwie 10 Hände voll Spieler, die sich da gegenseitig das Geld um die Ohren hauen. Ich glaube, das ist für die Zukunft des Spiels einfach viel, viel wichtiger, mehr Leute zu erreichen und die auch wirklich immer wieder dazu zu motivieren, weiterzuspielen. Was Path of Exile schon seit Jahren immer wieder zeigt. Dann fängt die Season an, Spielerzahlen rauschen hoch, dann gehen sie wieder runter. Und bei Chicks and Fidget, glaube ich, geht die Kurve nur noch runter. Vielleicht durch irgendwelche Events oder vielleicht auch wenn wieder irgendein YouTuber ein großer an Bord kurbelt, vielleicht erreicht man da wieder ein neues Klientel. Aber ich glaube, es ist wichtiger, eben mehr Leute zu binden auf Dauer. Und sowas ist in meinen Augen auch wirklich der Weg. Und wie viel Pilze das sein werden, ich sehe da auch keine Wichtigkeit dazu sagen, auch nur 600 oder so, lass das doch 20.000, 30.000 Pilze oder noch mehr oder weiß ich, das stört doch keinen. Also man muss halt nur gucken, was Sinn macht, ja. Anstelle, also ich verstehe das, ich finde es nicht schlecht, trotzdem den Gedanken, wenn man einmal im Jahr jetzt sowas planen würde aus Player-Sicht, weil tatsächlich, wie gesagt, es waren jetzt im letzten Jahr 7 internationale Welten, die gekommen sind, die ja theoretisch alle auf lange Basis stehen. W50 ist natürlich da deutlich der stärkste, der da hervorgeht. Und ich fände es eigentlich auch cooler. Früher gab es alle 2-3 Monate überhaupt einen Serverstart. Das hat sich alles summiert. Für uns ist es normal, dass viele Server kommen. Dazu sagen, da zu reduzieren und dafür anstelle so eine andere Alternative, gerade im kompetitiven Bereich, oder ich spiele halt viel Shooter-Games, die Möglichkeit zu haben, zwischen normalen Spiel und Ranked-Mode zu entscheiden, also mal in einen kompetitiven Bereich zu gehen, den man als neuer Spieler angehen kann, schon nicht schlecht. Also da und dafür normale Server-Starts zu reduzieren etwas, ja, wäre jetzt meine Traumvorstellung in dem Thema. Okay. Ich denke vor allem auch ein Stückchen weit, dass sich kurz- bis mittelfristig, wie es langfristig ist, ist eh immer die Frage, monetär, aber trotzdem das Modell eher das Spiel für Whales attraktiv zu halten, statt für viele Leute mit kleinen Beträgen. Es ist halt wie in nahezu jedem Spiel mit einem solchen Free-to-Play-Geschäftsmodell halt einfach rentabler ist am Ende des Tages. Wenn ein krasser Superspieler halt im Endeffekt dann 400 Leute obsolet macht, die einen 25-Euro-Buy-In sozusagen machen oder was weiß ich, nur mal so als Beispiel. Diese 400 Leute musst du erstmal finden, aber diesen einen Whale, den hast du dann vielleicht und dann vielleicht 5, 10, was weiß ich, wie viele davon. Du brauchst halt erstmal überhaupt eine ausreichend große Playerbase, die überhaupt an so einem Abo- oder Eventmodell interessiert sind oder wären, um da überhaupt das wirtschaftlich rechtfertigen zu können oder so, weiß ich nicht. Aber die Whales, die bindest du doch ganz einfach, indem du reguläre Serverstarts machst. Die können sich doch dann ihre Scheinchen gegen den Kopf knallen. Also ich sehe da keinen Unterschied. Diejenigen, die sagen, hey, ich will durch mein Geld vorne stehen, die werden halt weiter normale Server spielen. Und ja, aber wenn sie halt noch aber das haben, ist halt die, das wird dann nicht das mehr ist auch die Frage, ob das dann überhaupt noch so funktioniert. Ja, nee. Weil wenn dann die Leute, die mit Climb Invest spielen, nur noch auf Event-Servern unterwegs sind und im Endeffekt Serverstarts nur noch irgendwie so ein Whale-Krieg ist, wo dann einfach nur noch die 100 krassesten Cacher oder was weiß ich, sich die Moneten um die Ohren hauen, aber jetzt kann halt auch nicht funktionieren. Das ist doch jetzt schon. Aber tatsächlich kam unter anderem diese Idee, die hattet wahrscheinlich ihr auch schon irgendwie in irgendeiner Form in die Richtung, ne? Und nochmal auf die Idee gebracht hat mich tatsächlich der Uwe. Ja, einer der heftigsten Pilzer. Eben. So, und er fand das geil, weil er die Competition geil findet und er sagt, er spielt Server nicht länger als 3 Monate so aktiv, weil dann kommt das Cap, dann kommt so irgendwann Richtung
Ja, dann kommt der Chef des Widget-Alltag. Ja, ja, genau. Das ist ja genau das Problem eigentlich. So, in der, er spielt halt nur gerne diesen Peak und dann den nächsten. So, und deswegen immer Server, 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 Server. Und er fand es interessant, die Competition eben auf eine andere Art und Weise auszuleben, um zu sagen, ich würde gerne mal sehen, unabhängig davon, wie krass er jetzt pilzt und ob er das gut macht, weil er halt einfach sagt, okay, mir ist egal, wenn der Dungeon halt einfach 0,0001% hat, mir egal, ich sitze dann halt, drücke die Enter-Taste, solange bis er down ist. Und er sagt dann halt von sich aus, obwohl er das vielleicht so macht, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er ein schlechter Spieler ist, ich glaube nicht, aber ich fand es interessant, von ihm zu hören. Wenn jetzt ein Free-to-Play-Spieler sagt, ja, aber ich will auch mitspielen können, ist es was anderes, als wenn jemand sagt, der sowieso sehr viel investiert, ich würde bereit sein, mit weniger auszukommen, um die Competition zu haben, mit allen anderen auf einer Stufe zu stehen, theoretisch. Und ich will gucken, was passiert. Wer ist besser am Ende? Das finde ich halt den interessanten Aspekt, zu sagen, keine Ahnung, wir messen uns die ganze Zeit auf dem Server, aber vielleicht sieht sich der eine nicht in der Lage zu sagen, ich komme hinterher und sage dann, okay, ja, der hat jetzt mehr ausgegeben, komme ich nicht hinterher. Aber wenn alle die das gleiche Startguthaben haben, oder man kann das auch so machen, fand ich auch interessant zu sagen, du hast entweder für die 3 Monate komplett alles am ersten Tag, oder du kriegst daily, oder du kriegst monatlich und kannst es dir selber aussuchen, eben taktisch gesehen, ob du das dann so willst. Ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass so eine Events kommen und dass man sich halt wirklich mal so mit fairen Bedingungen messen kann. Das ist sehr nice. Auf der anderen Seite kann ich aber auch die Sache verstehen von demjenigen, von Uwe, dass er dann halt sagt, so irgendwie nach 3 Monaten höre ich auf zu spielen, weil da kommt nichts mehr. Aber genau da müsste man ja eigentlich auch ansetzen, dass es vielleicht auch danach weiter interessant bleibt irgendwie. Und da dann auch noch ein bisschen nicht nur den Content halt für diese 3 Monate, für die ersten 3 Monate streut, sondern vielleicht auch halt ein bisschen eben was macht, wo man halt dann wirklich erst ab Stufe 500 oder nachher irgendwas Geiles nachher nochmal freischaltet, was dann nicht Game-Breaking ist. Man muss natürlich auch gucken, wo ist die Balance dabei, so, ne, weil die 500er können jetzt von irgendwas jetzt schon Gebrauch machen, wo die anderen noch gar nicht sind, ne. Das muss ja auch wirklich nichts Game-Breakinges sein, das kann, muss auch nichts sein, wo du jetzt deine Stats oder deine Erfahrung unbedingt boostest, so. Das können halt wirklich so eine kleinen neuen Sachen sein, wie eine neue Map oder sowas, so, ne, wo man dann halt eben pro Level nochmal vielleicht einen kleinen neuen Dungeon oder sowas freischaltet, wo man ein bisschen was zu tun hat. Das sind jetzt nur random ein paar Ideen, aber das wäre aus meiner Sicht so ein bisschen was, weil das ist ja genau das Problem. Viele Leute fangen zum Server an, pilzen sich da durch, 3 Monate später löschen sie ihren Account oder spielen nicht mehr weiter, weil es dann halt einfach langweilig wird und dann nichts mehr kommt. Okay. Und dann bleibt nur noch der harte Kern. Ich weiß nicht, wie es zeittechnisch bei euch aussieht. Eine Sache würde ich noch sagen. Ich auch. Okay, und dann Dera, okay? Mehr Sachen. Ich wollte mich missverstanden haben. Ich wollte mich nicht gegen diese Event-Server aussprechen. Ja. Ich finde, das ist eine super Idee. Mein Hintergedanke war halt nur einfach der monetäre Aspekt für Player, weil ich bin halt als Langzeitspieler interessiert daran, dass die Server noch möglichst so lange am Laufen sind, wie es nur geht. Deswegen war das nur mein gedanklicher Ansatz, dass man sich da nicht irgendwie monetär einfach einen Grab schaufelt oder so am Ende. Ja, das wollte ich nur noch mal festgestellt haben. Ist ja auch nur eine Idee, ne? Das ist nicht... Alles gut, alles gut. Deswegen. Auch noch was sagen zu den Event-Servern. So länger ich gerade über diese Event-Server nachdenke, desto unattraktiver wird es gerade für mich. was ich schön finden würde, ist, wenn wir diese ganzen, ganz Backend, diese ganzen Veränderungen, die wir gerade haben, mit dem Abenteuer-Questplan, neuen Gilden-Features und so weiter, das Game einfach interessanter gestalten, brauchen wir Event-Server nicht. Event-Server würden im Grund auch nur neue Server unnötig machen, man würde noch Event-Server spielen und ich glaube, daran würde das Spiel vielleicht am Ende sogar noch zugrunde gehen. Aber das generelle Event-Season muss deswegen nicht verschwinden. Warum nicht dieses Event-Thema aufgreifen, über alle Server verteilt. Was aber auch einen neuen Serverstart immer wieder interessant macht, weil immer wieder ein neuer Server mit einem neuen Event-Thema startet. Macht halt über die Events, die es schon gibt, alles nochmal ein bisschen interessanter. Deinen Questplan, deine neuen Features. Und ich weiß nicht, wie es mit dem Server-Zusammenhang aussieht. Dann, und die Server verschmelzen immer wieder weiter miteinander. Das Ganze bleibt spannend. Ich weiß, also mit Server zusammenlegen, das ist eh nochmal ein anderes Thema. Aber generell, warum die Events halt nicht auf alles verteilen, auf alles
ne, auf alle Server verteilen, dass es fair bleibt, dass jeder Server auf seine Art interessant bleibt, aber auch neue Server dadurch nochmal interessanter werden. Mit neuen Questplänen, mit neuen Gilden-Features, mit neuen interaktiven Sachen einfach das Spiel füttern. Aber nicht unbedingt. Klar hat man das Thema, man hat nicht die gleichen Bedingungen, aber die hatten wir eh noch nicht. Wir haben uns daran gewöhnt. Aber das Thema Abo-Modell selber muss nicht verschwinden. Ich finde es immer noch toll, wenn es ein Abo-Modell geben würde. Sagen wir, für 25 Euro bekommst du eine Anzahl Pilze, aber auch direkt garantiert deine Abenteuerlust für einen Monat, dein Reittier und deine Treibsand und dein alles drum und dran. Das hatten wir schon mal. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal zu einem Geburtstag von Shakes and Fidget, wo wir extra uns Pakete kaufen konnten, wo noch extra Zeug drin war, was ich sehr cool fand, was ich schade finde, dass es nicht nochmal gibt. Mhm. Ja, ja, es ist Shakes and Fidget ist ja ein Spiel aus anderen Spielen gemacht quasi so. Es ist ja eine Parodie an allen so. Warum nicht auch an einem sehr beliebten Spielmodell da auch ein bisschen dran beteiligen, sowas wie ein Season Pass halt oder sowas, ne? Ein Battle Pass, wo man halt eben einen bestimmten Fortschritt über eine gewisse Zeit hat, wo man dann halt auch bemühter ist, und da hat man ja schon so einen Alu-Quest-Plan, dass man sowas denn verfolgt und für diese gewisse Zeit bestimmte Achievements erreicht so und bestimmte Sachen, die einen deinen Char weiter voranbringt, natürlich gleiche Voraussetzung für alle, du bezahlst einen gewissen Preis dafür und hast dann auf jeden Fall länger was von dem Geld, was du halt dafür investiert hast. Du bezahlst erstmal ein bisschen weniger, kriegst dafür aber mehr als wenn du jetzt so komplett, sag ich mal, einfach nur so pure Pilze kaufst. So, ne? Ist ja bei anderen Spielen genauso. Wenn du dir die pure Währung kaufst, bezahlst du mehr, aber wenn du einen Battle Pass hast, dann bezahlst du ja erstmal ein bisschen weniger und bekommst aber dann durchs Bemühen, durch Arbeiten, durch Fortschritte, bekommst du ja dann Achievements und Rewards und so. Ist eigentlich eine geile Idee und würden sich, glaube ich, auch viele wünschen, weil es halt eine lukrative Sache ist, bezahlt es relativ wenig, ist erschwinglich für viele und was ja auch nochmal im Interesse für Player Games vielleicht ist so, dass man da ein bisschen gewinnorientierter ist, dass man halt viele Leute mit einem geringen Einkaufspreis überzeugen kann, aber dafür halt dann halt ein bisschen mehr Durcharbeit bekommt, als einfach nur pur Pilze kaufen. Und die Pilze verliert man trotzdem nicht, weil die wollen trotzdem noch ihre Pilze kaufen, um die Dungeons zu ballern und die Festung zu skippen. Ja, man verliert dadurch gar keinen, man gewinnt nur. Ja. Ich denke mal auch, das Sommersammelsurium ging ja schon so leicht in die Richtung von, hey, ich mache am Tag was und kriege am Ende noch ein bisschen mehr. Ja, nur war halt die Idee gut, aber die Umsetzung katastrophal. Aber ich fand die Idee auch cool. Also, dass man das geht ja schon ein bisschen so in diese Richtung, dass man so Challenges nochmal innerhalb der Quests nochmal hat. Richtig. Ja, das wir im letzten Stammtisch nochmal. Das ging schon in die richtige Richtung. Das ging schon in die richtige Richtung auf jeden Fall. Da muss man ansetzen, das ist eine gute Sache. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch zeitmäßig aus? Ich muss noch mal ganz kurz fragen. Wir haben schon ziemlich viel geredet, ne? Habt ihr noch Zeit? Ich weiß auch, wie es loswerden. Also ich würde noch mal ganz kurz auf die Serverzusammenlegung eingehen wollen, so zum Schluss, weil so jung kommen wir jetzt nicht mehr zusammen in der Runde. So und wann? Ja, nur das Thema Gilde halt nicht wirklich, ne? Also, wir haben so viele Themen, über die man noch so viele reden könnte. Gilde. Einfach einmal im Monat. Es gibt so viel, worüber man spekulieren kann und reden kann und so. Bei Gilde kommt bestimmt auch noch was. Da kann man auch noch genauer eingehen und seine Ideen in die. Was mir jetzt sofort einfallen würde, ist, bitte anzeigen, wer das Gildenpad angegriffen hat oder die Gildenhydra. Ja, ist auf jeden Fall. So, das muss auf jeden Fall. Und das ist auch nicht schwer zu machen. So. Und gehe ich mal von aus, einfach in meinem jugendlichen Leichtsinn, sag ich mal, der jetzt auch schon. Fast auf die 30 zugeht. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt nur mal so ganz, ganz leicht angeschnitten. So, ne? Das ist noch viel umfangreicher also, natürlich. Bei dem Thema Gilde, ich meine, das, was wir jetzt alles so an Challenges oder Events oder Questplanänderungen, das sind ja alles Themen, die man theoretisch auch in die Gilde integrieren kann. Also innerhalb der Gilde, anhand der Aktivitäten, die es jetzt schon gibt, noch eben zusätzliche Challenges oder Rewards einzuführen. Das wäre so allgemein das Thema, was ich hätte sagen wollen, um Gildenaktivität auch zu belohnen. Also 50 aktive Spieler, egal welches Level die sind, wenn die alle aktiv damit teilnehmen und Stichwörter einfach nur.
Also ist auf jeden Fall ein wichtiges Kernthema und halt auch Kernelement des Spiels. Deswegen sollte da auch dementsprechend ein bisschen mehr auch in Zukunft, denn mit dem neuen Backend vielleicht auch, wer weiß, was damit umsetzbar ist, realisiert werden. Und es ist halt eben wichtig, dass halt die Spieler auch aktiv bleiben in der Gilde, die 50 Spieler. Mo, du hast es ja jetzt selbst gemerkt mit der Community-Gilde. Es ist halt wirklich ein Problem, wenn man halt, ja, weiß ich nicht, eine Gilde hat, die halt so langsam auseinanderbricht. So. Und vor allen Dingen, es ist halt. Auf neuen Servern ist es schon teilweise so, dass viele Leute nach dem Serverstart merken, yo, ich habe gar keine Lust oder keine Ambition oder es passiert irgendwas im Real Life oder so oder Lebensumstände ändern sich. Aber auf alten Servern ist es halt wirklich nochmal um viel, viel mehr krasser so. Du hast da wirklich so deine zwei, drei Gilden mit den Kernleuten drinne, die da so wirklich aktiv am Start sind. Aber selbst bei uns merkt man, umso älter der Server wird und mal doch jemand aus der Gilde verschwindet, umso schwieriger ist es wirklich, jemanden neuen wieder dazu zu holen, weil es dann einfach keine Leute mehr gibt, die auf so einem alten Server spielen. Es kann alle Jubeljahre mal passieren, dass so ein Neustarter oder eine Aufholjagd betreibt auf einem alten Server, aber du kriegst niemals deine vollen Boni von der Gilde voll, du kriegst niemals deine Tausender Ritterhalle voll und das ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr krasses Problem, weswegen halt auch dieses Thema Serverzusammenlegung und so wirklich sehr präsent ist bei vielen alten Chars und Servern. Und ich habe da bisher verschiedenste Meinungen gehört. Ich glaube, Derafin war da ein bisschen mehr negativ zu eingestellt. Ich weiß nicht, von Ignil, weiß ich nicht, würdest du es feiern? Also ich bin da auch immer so zwiegespalten. Es muss gut realisiert werden, aber es ist schwierig irgendwie umzusetzen so. Ich würde direkt als erstes mal was zu sagen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt krass, sehr krass davon betroffen bin, weil ich keinen 600-Plus-Account habe. Aber ich hatte ja schon öfter mal erwähnt, dass es meiner Meinung nach das Einfachste wäre, wenn man selbst bestimmen könnte, tue ich mein Char auf eine andere Welt schicken oder nicht. Oder das Ganze vielleicht sogar als Gilde zusammen abstimmen kannst. Und dann gibt es vielleicht eine neue Allrounder World, keine Ahnung, wie man die nennen möchte, die einzig wahre Welt, auf die dann dein Char schicken kannst. Problem gelöst. Vielleicht gibt es da nochmal Unterteilungen, dass es da mehrere gibt, aber ich weiß nicht, ob dann wieder das gleiche Problem wäre irgendwann. Aber sagen wir, dein Server ist mehr oder weniger tot, dann schickst du dein Char auf diese Welt. Ich ist eigentlich keine Lösung, weil auf der Welt müssen auch erstmal Leute sein. Also klar, man kann sich mit mehreren Servern, mehreren Leuten garantiert zusammentun, aber das ist ja eher so ein Schuss ins Blaue, ne? Also ich würde es aus vielen Perspektiven auch betrachten, weil ich bin sehr zwiegespalten zu dem Thema. Einerseits sage ich mir, Mensch, mein Server ist sehr tot, jetzt auch gerade über die Weihnachtstage. In meiner Gilde sind jetzt zwei, eigentlich drei, aber ich glaube, einer ist wieder zurück, drei Leute aktiv geworden. Jetzt, wo kriegen wir da aber neue Leute her? Wie gesagt, es sind keine Leute einfach mehr da. Das ist schwierig und es wird natürlich auch immer langweiliger dann auf den Servern. Andererseits will ich wirklich jetzt auf einen anderen Server oder auch alleine hingehen, so. Ich glaube, da wird es gar nicht so viele geben, die das überhaupt wollen. Und dann auf irgendeinen ultimativen Server, ich nenne ihn mal Server 1.de, das macht irgendwie wenig Sinn. Ich finde es schwierig und ich habe kein eindeutiges Statement dazu. Also, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein anderes Browser-Game gespielt und da wurde so eine Server-Zusammenlegung gemacht und es hat halt nichts gebracht, außer dass weiter und noch schneller die Leute inaktiv gingen, weil das ganze Gefüge, was sich auf diesen Welten und den ganzen Servern überhaupt aufgebaut hat, das ist komplett über den Haufen geworfen und, och, na Mensch, alles, was wir erreicht haben, ist jetzt irgendwie wertlos, oh, ich habe keinen Bock mehr. Das ist da entstanden. Ja, Das ist ein großes Risiko. Aber wie dann lösen? Dann habt ihr da andere Vorschläge. Wie macht man die Server aktiver? Wie bringt man Leben rein? Wie rettet man das? Wie macht man das? Dera, wie würdest du es dir Ich, jetzt oh, wünschen? nee, ich bin kein Game Dev und kein Game Designer. Ich bin glücklicherweise nicht das arme Schwein, das Okay. das Aber sich dann ist doch irgendwie das Problem überlegen muss. ist, dann Aber ist nein, warte, ich würde den Punkt gerne nochmal wirklich aufgreifen. Es ist genau das ist genau meine große Angst, dass man halt mit dieser Thematik einfach Pandoras Büchse öffnet, am Ende bei der Umsetzung noch irgendwas schief geht und man eigentlich damit mittel- bis langfristig mehr Schaden anrichtet, als es Ja. hilft, am Ende sogar. Und ja, was Igne eigentlich auch gesagt hat, du hast halt
so tot sie was auch immer sein mögen, du hast trotzdem deine auf diesen Servern gewachsenen Strukturen oder Verbindungen, Freundschaften, was auch immer. Klar, die würden dann im Endeffekt alle mit auf diesen neuen Server draufgehen, aber trotzdem, das komplette, was halt so über die Jahre da gewachsen ist, das wäre unwiederbringlich einfach weg. Von heute auf morgen. Und das ist zum Teil halt in 12, 11, 10 Jahren entstanden und ja, futsch, weg, für immer. Hm. Welche Strukturen sind denn da genau weg, sag ich mal, die man sich da dann aufgebaut hat? Die Leute, die man kennt? Die Communities, die Gilden, die... Ja, eben. Das Ganze, Eben. Es gab dann, ich weiß nicht, wie es auf euren Servern lief, aber dann halt... Dann ging diese Gilde hoch und dann gab es da eine Intrige und dann ging das wieder runter. Und es, im Endeffekt ist es einfach nur so eine nostalgische Verklärtheit vielleicht bei mir. Und die ist überhaupt nicht nötig und die Erinnerung daran behalte ich trotzdem. Aber es wäre halt dann trotzdem die Basis davon einfach weg und es wäre halt nur noch die Erinnerung übrig. Also solche Highlights gab es auch schon auf W40 und W50 auch. Ja, also so Entwicklungen und Gilden, die Top 3 Niveau haben, plötzlich sind sie weg und andere kommen aus der Versenkung. Also ja. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich kann das gut nachvollziehen. Aber was nehmt ihr mehr in Kauf? Nehmt ihr mehr in Kauf tote Server, Gildenprobleme, wenig Leute, neue Leute rankriegen, fast unmöglich? Oder nehmt ihr eher in Kauf Vergangenheit über den Haufen werfen, dafür aber einen aktiven Server mit aktiver Competition gegen andere Gilden und halt eben eine aktive Gilde und Serverleben? Ich meine, es ist so blöd das ist, dass die ganzen Strukturen, die Nostalgie weg ist. Ich will auch gar nicht, dass man sich zu sehr an diesem Nostalgiefaktor jetzt aufhängt. Ich weiß auch, was du meinst. Halt nicht mehr Schaden anrichten langfristig, als halt dann nötig ist. Aber das Risiko, das hast du halt. Und die Frage ist, geht man es ein oder nicht? Im Bestfall ist es vielleicht auch so, dass sich daraus halt einfach was Neues bildet, was vielleicht auch ganz toll sein kann, ne? Die neuen Gildenstrukturen, die neuen Spieler. Deswegen sage ich ja Pandoras Büchse, es kann die beste Zeit unseres Lebens werden, oder halt nicht. Kann man nicht vorhersehen. Ich meine, wie cool wäre das denn, wenn ich auf demselben Server dann den Dera mit meinem Hammer aufs Maul geben kann, ne? Oder halt eher andersrum, dass ich den Pfeil dann presse. Das würde aber viele coole neue Situationen entstehen lassen. Ich meine, ich könnte dort dieses Magier komplett aus dem Leben schnallen. Komplett, Alter, weil du einfach ein fucking Berserker bist, der eine 10er-Kombo raushauen kann. Ja. Aber ich finde das auch, ich finde das toll, cool, der Gedanke, die Gilden, die dann halt auf den alten, also W18 ist das nicht anders. Solange ich denken kann, bin ich in dieser Gilde und die ist nicht einzuholen auf dem Server. Die sind so viel stärker als alle anderen. Da sind auch mal ein paar dann gewechselt oder so zu einer anderen Gilde, aber es gibt halt nicht so viel so Competition oben. Und das spielt sich nur oben ab. Wenn du das jetzt auffüllen würdest und das kommen irgendwie Vergleichbare dazu, mit denen du dich messen kannst, dann wird es da gerade wieder interessant. Dann kann ich zum Beispiel auf dem Account, wo ich dann auch eine Zeit lang auch nur Alu geklickt habe, mal ein bisschen Dungeon probiert, da wird es dann wieder richtig spannend, gerade sich mit den anderen zu messen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt mit meinem, keine Ahnung, ich greife jetzt einfach mal den Paul an? Oder weiß ich nicht. Oder wie ist der Vergleich zwischen der Gilde und der Gilde, weil die nie gegeneinander kämpfen? Aber da ist es dann möglich, ne? Aber muss es dafür eine Serverzusammenlegung geben? Das ist so meine Frage, weil letztendlich, du kannst halt in die komplett falsche Richtung damit gehen. Du kannst jetzt 50 Leute, die da keine Competition haben, aber alle happy sind und sagen, oh, wir sind Rang 1 und schaffen sich so eine Pseudo-Competition in der E-Hof oder irgendwie so einen Spaß. Aber gleichzeitig kannst du auch schaffen, hey, wir hauen die vielleicht jetzt mal mit den Raubrittern auf S1.de zusammen und plötzlich hast du eben so ein Gefühl, dass vielleicht 100 Leute überhaupt keinen Bock mehr haben, weil die eine Gilde hat überhaupt keine Chance und die andere Gilde sagt sich vielleicht, oh, aber wenn die 50 jetzt zusammenhalten, dann haben wir im Jahr oder in 5 Jahren keine Chance mehr. Aber natürlich ist es cool, aber du bist halt mit deiner Gilde auch schon eine halbe Ewigkeit auf Rang 1 und hast da vielleicht dann auch wieder einen neuen Ansporn, noch wieder mal mehr Gas zu geben. Und da können sich auch wieder neue Gilden aus diesen ganzen Gilden bilden und es kann viel passieren, aber ich glaube, es muss nicht unbedingt mega scheiß werden. Es kann auch was Tolles werden. Es gibt aber viel Potenzial dazu. Es gibt auch viel zu viele Probleme aus meiner Sicht, weil man muss jetzt ja, man kann jetzt sagen, man macht das nur für die ganz alten Server, aber selbst da
ist es ja so, die wenigsten Server sind erstmal gleichzeitig gestartet. Also eine hundertprozentig faire Competition hast du durch die Serverzusammenlegung erstmal nicht, aus meiner Sicht. Das andere Thema ist auch bei relativ neuen Servern, jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren, du hast einige Gilden, jetzt auch Top-Gilden, die zum Kern aus den gleichen Leuten besteht. Ja, da gibt es auch das Problem, ne, was machst du, wenn du auf jedem Server einen Char hast, hast du dann automatisch Multi-Accounting betrieben? Das ist halt die Frage oder das Problem, ja, wo ich die größte Sorge hätte. Deshalb finde ich, ich glaube, Ignil hat das so gesagt, muss man jetzt die Serverzusammenlegung als Lösung sehen, sondern kann man nicht die internationale Ehrenhalle insofern vielleicht erweitern oder das jetzt erstmal, warum müssen nur die Top-1-Gilden dort stehen, um dort eine gewisse Kompetition zu haben? Wieso kann man nicht auch andere Gilden damit reinnehmen und auch dann freier wählen lassen, wer wen angreift, wer wen nicht angreift? Die Datensätze sind ja alle da und das Backend, so verstehe ich das, das Neue soll ja dann in der Lage sein, auch vielleicht mit diesen ganzen Datensätzen zu arbeiten. Aber um solche Probleme, also wenn es keine Lösung gibt für Multi-Account zum Beispiel, aus meiner Sicht macht eine Serverzusammenlegung keinen Sinn. Was Terra gesagt hat, dass du quasi dass du wählen kannst, behalte ich den Char jetzt meinetwegen auf W50 oder nehme ich ihn mit auf einen universalen Server, so habe ich das verstanden vorhin, oder was du gesagt hast, wäre auch eine Idee, die ich nicht so schlecht finde, weil dann ist es zumindest eine gewisse Wahl und man sagt, man nimmt halt den Char mit dem Stand und spielt ihn dort weiter, weil die meisten von uns spielen ja eigentlich nur einen Main-Char oder vielleicht zwei. Und der Rest ist halt zum Beispiel auch neue Serverstarts, weil es Spaß macht, weil man gewisse Sachen testen will. Das würde sich dann sogar auch decken mit diesen Event-Servern, wo man eh nur 3 Monate spielt, aus meiner Sicht. Also da finde ich die vorgeschlagene Lösung von dir am Anfang, Paul, oder halt das Thema, dass man nicht die Serverzusammenlegung als Lösung sieht, sondern vielleicht alternativ die internationale Ehrenhalle aufpusht und verbessert. Oder einfach sinnvoller. Als quasi eben die Probleme einzugehen, die ein Server zusammenbringen kann. Es sei denn, es gibt dort adäquate Lösungen dafür. Also ich finde, es sollte einen Universalserver geben, auf den man selbst entscheiden kann, ob man rübergeht oder nicht. Da entsteht ein ganz großes Problem auch. Welches denn? Das Ding ist ja halt, es gibt ja mehrere Optionen, wie man das machen könnte. Es wurde ja auch viel spekuliert darüber, dass man Server 1 bis Server 5 vielleicht zusammenlegt und dann 5 bis 10 ist. Und so ein Megaserver, universeller Megaserver, wo du selbst entscheidest, wo du drauf gehst, würde ja implizieren, dass ein Derafin auf einem gleichen Server raufgehen kann, wie du jetzt mit deinem Krieger auf W50 auch auf diesen Server raufgehen kannst. Ja. Und dadurch entsteht ja ein krasser Unterschied. So. Ja, aber man lässt sich ja drauf ein. Man ist sich nicht mehr selbst bewusst und tut ja diese Entscheidung bewusst treffen. Ja, also würdest du denn sagen, dass denn, ja, weiß ich nicht, wenn jetzt Leute irgendwie auf den Server spielen wollen, weil da eben Leute von denen sind, dann nimmt man das Risiko in Kauf, so, ja, ich krieg wahrscheinlich ewig aufs Maul und werde nie auf dem Plätzchen stehen irgendwo oben, ganz weit. Das ist ja, weiß ich nicht, da kann ein Char so viel aufräumen, aber dann sind sie halt dem auch sich wahrscheinlich dessen selbstbewusst irgendwo. Es muss ja vielleicht gar nicht ein universeller Server sein, sondern der kann ja auch nochmal in sich aufgesplittet sein, anhand des Alters des Chars. Ja, aber man muss ja nicht sagen, das geht jetzt um Char von S1, weil auch ein S1-Char kann nur 10 Tage alt sein, sondern es geht um einen Char, wie alt ist der? Also wann ist der erstellt worden? Und wenn, dann müsste man ja wenn es um Competition geht, ja, also was jetzt auch das Thema, ich glaube, der Einwand von Dorsa geht ja darum, der Unterschied in der Stärke, dass Paul oder keine Chance hätte gegen Dera. Was ist damit? Dass man sich auf das Login-Alter bezieht und nicht auf den Server. Login-Alter, aber das Level. Sagen wir haben jetzt diesen Universal-Server wirklich jetzt gespaltet auf 5 Server, aber du darfst Universal-Server 5 erst ab Level 100 betreten, 2 ab 200, 3 ab 300, 4 ab 400, 5 ab 500 zum Beispiel, dass man dort sich auch schon mal beschränkt, dass du wirklich erst zum Beispiel auf den ultimativen, auf den Universal-Server 1 wirklich erst mit Stufe 600 joinen kannst. Würde aber auch wieder zu Serversterben führen. So. Ja, weil, genau das ist das Problem. Genau das würde passieren. Weil ich gerade die ganze Zeit, was würde mit meinem Server passieren? Ich bin ja mit deinem Nachbar, ist ja jetzt mittlerweile auf S11 der stärkste Charakter, weil ich auf EP gehe. Und wir sind so mit, würde ich sagen, fast noch die am alleraktivsten, auch in meiner Gilde. Und wir sind auch schon überlegen, was machen wir, wenn jetzt so eine Zusammenlegung ist? Dann nimmst du aber die aktivsten Spieler, die nimmt man dann ja weg. Und
Ich frage mich halt, was ist jetzt das Ziel von dem, wo wir jetzt drüber reden? Wir haben ja überlegt, wie kann man alte Server eigentlich wieder lebendig machen? Hm. Muss man vielleicht akzeptieren, dass alte Server einfach tot sind? Ja, also wenn ich da nochmal kurz einhaken kann, das wäre jetzt meine Idee, halt zu sagen, dass man also selbst diesen internationalen Überserver gar nicht als Server sieht, sondern eher wie als internationale Inhalte. Das heißt, er bezieht sich auf Datensätze. Du spielst deinen Char theoretisch auf deinem Server weiter, hast aber die Chance, durch eine verbesserte internationale Inhalte oder so einen Überserver, der gesplittet ist, dass dann auch die internationale Inhalte nicht, also ich meine, der dort Rang 1 ist, der kann, also oder der jetzt Rang 80 oder 90 ist in der internationalen Inhalte, wird es schwer haben, auf Rang 1 zu kommen. In der internationalen Ehrenhalle, so wie sie jetzt ist. Das ist ja quasi eigentlich unmöglich, normalerweise. Dass man dann sagt, du spielst deinen Char eigentlich auf dem alten Server weiter, wenn du möchtest, aber der Datensatz wird quasi in diesen anderen Server oder in den internationalen Ehrenhalle, wo du viel mehr Möglichkeiten hast, eben mit anderen Chars von anderen Welten zu konkurrieren oder vielleicht dort auch nochmal neue Gilden zu bilden, die vielleicht quasi ganz andere Konstellationen mit zusätzlichen Features vielleicht. Also, dass man nicht sagt, man muss den Char jetzt auf der Welt inaktiv oder löschen quasi, rausnehmen auf deiner Welt jetzt, sondern dort spielt er weiter, deine Gilde hat keinen Schaden, du machst deinen Progress und kannst dir im besten Falle vielleicht durch diesen Überserver auch nochmal ein paar, ich meine, die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Also dass es nicht heißt, entweder oder, sondern der Datensatz bleibt auf deinem alten Server. Dann würde theoretisch zumindest es verhindern, dass die Server mehr aussterben dadurch. Dann spielst du am Tag zweimal die Alu auf deinem Char. Nein, halt nicht. Du spielst auf dem anderen Server ja gar nicht deine Alu, sondern du machst ja, aber dann ist der andere Server auch irgendwie interessant, weil manche wollen einfach weg von ihrem toten Server. Naja, die müsste halt interessanter sein als die internationale Ehrenhalle. Und man kann, also wenn man da den, dass man da den Mittelweg sucht. Wir merken einfach, das ist ein scheiß Thema, Serverfusion, und wir sind alle froh, dass wir es nicht entscheiden müssen. Perfekt, wie Dira schon gesagt hat. Ja, ich sehe halt vor allem noch ein anderes wirklich großes Problem, wenn man über Serverzusammenlegung schreibt oder spricht und beide Versionen, die wir jetzt gerade quasi auch diskutiert haben. Ein massives Problem ist halt einfach, wie löst man ab dem Punkt Multi-Accounting? Weil eigentlich hat man keine andere Möglichkeit, als Multi-Accounting zuzulassen. Weil wenn man wirklich sagt, okay, wir ballern jetzt die ersten Server 1 bis 10 zusammen und du hast halt auf drei Servern einen Char, den du seit Jahren aktiv spielst und musst dich für einen entscheiden, madig. Nächster Punkt. Gibt es den einen ultimativen Super-Server? Musst du dich halt für einen Char entscheiden, der drauf merchen darf und die anderen müssen auf deinen toten Servern versauern, ist auch irgendwie Bullshit, funktioniert halt auch nicht. Das ist alles Bullshit. Das heißt, Multi-Accounting aktivieren, also zulassen und du musst nicht du spielst weiterhin auf deinen Server, du vermittelst ihn nur auf den anderen Server, um dort noch andere Sachen zu machen. Ja. Dann könntest du mit deinen drei Accounts auf diesen anderen Server diese anderen Sachen machen, die nichts mit deiner täglichen Alu zu tun haben. Du musst dich auch nicht umloggen, sondern du hast einfach quasi wie eine Ehrenhalle ein anderes Fenster, wo du dann alles. Also ich finde halt die internationale Ehrenhalle dahingehend jetzt reicht halt nicht. Was immer sagt, der ungenutzte Bereich in der EHOF, das wird der neue ultimative Überserver. Ja, genau. 50% sind offen. Keine Ahnung, ich fahre da gerade voll drauf ab. Ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, weil ich bin auch so. Ich finde selbst die Ehrenhalle, finde ich jedes Mal, finde ich schade, dass da nichts gemacht wird. Ich bin ein Statistikfreund. Und das wäre jetzt, also die Probleme, die sich ja eigentlich ergeben, und auch technisch, denke ich, ist es umsetzbarer, das halt so anzugehen, dass man nicht entweder oder hat. Ja? Und da fand ich halt Terras Vorschlag eigentlich auch nicht schlecht, so im Ursprung. Ich habe so die ganze Zeit jetzt mittlerweile überlegt, wie macht man es jetzt so am besten? Und da ist mir ein Gedanke in den Kopf gesprungen. Warum macht man nicht eine Umfrage, Server weltweit so, und fragt einfach mal die Community, was sie davon hält. Aber ich habe die Befürchtung, dass selbst die Community nicht weiß, ob sie es möchte. Und viele nicht wissen, wie wird da rangegangen und so. Und ich glaube, die sechs Leute, die jetzt hier sind, das spiegelt nochmal, glaube ich, viele Leute in der Community wieder, die sind sich unsicher. Die sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge irgendwo. Und deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, ob selbst eine Umfrage, wollt ihr eine Serverzusammenlegung? Ja, nein. Ob das auch wirklich so förderlich ist.
auch alles. Weil du hast ja auch die Demokratie da drin und das ist ja, wen betrifft es nicht. Ja. Wenn du jetzt, sag ich mal, 80% Free-to-Play-Leute hast, die haben garantiert eine ganz andere Meinung als die 15%, die viel oder normal moderat pilzen, sag ich mal, und dann hast du noch die 5% Extrempilzer, die es nochmal ganz, ganz anders sehen. Hm. Und selbst da, glaube ich, sind die Meinungen teilweise so unterschiedlich. Deshalb habe ich ja so ein bisschen plakativ gefragt, muss man vielleicht akzeptieren, dass tote Server einfach tot sind, weil du kriegst die alten Server doch eh nicht mehr aktiv. Ne? Das Es gibt einen Universal-Server, du kannst ihn rüberbringen, die Server werden sterben. Multi-Counting ist in dem Fall erlaubt, du kannst sie aber nicht öfter einen Char erstellen. Du kannst auch keinen neuen Char auf der universalen Welt erstellen, nur auf neuen Servern, die starten und die gemerged werden. Und jeder Char hat einen Tag von dem Server, wo er erstellt wurde. Also ich nur noch diesen eigenen Server ein. Aber was ist, wenn der ultimative Server auch tot wird? Oder da so wenig Spieler sind, dass es auch langweilig wird? Das ist ein Risiko, aber das wird halt in dem Fall nicht passieren. Ich würde zum Beispiel, ich würde an Tag 1 meinen Berserker rüberschicken. Ja, aber ich habe von Competition gesprochen, nicht von Opfer. Das ist gar kein Opfer. Ich habe ja Bock darauf. Ich will mich ja mit allen Leuten drüber sind messen. Ich will mich mit dem Dera messen, mit dem E-Mail. Ja, aber die müssen auch bereit sein, darüber zu gehen zu dir. Die müssen ja bereit sein dazu. Ich messe mich halt mit denen, die da drüben sind. Und wenn halt noch keiner drüben ist, dann bin ich halt Rang 1. Dankeschön, Leute. Also ich merke auf jeden Fall, da ist, denke ich mal, das ist ein Endlos-Thema. Also die einen haben die Meinung, die anderen haben die Meinung so. Und auf einen grünen Zweig wird man alle nie bringen so. Das ist klar. Es ist entweder sterben Server oder man legt zusammen und alle sind unglücklich oder man legt sie nicht zusammen und sind alle unglücklich. Im Endfall sind jedenfalls alle unglücklich und beschweren sich. Perfekt, haben wir es doch. Ich wollte das Thema auf jeden Fall nur noch mal anschneiden, um mal vielleicht so eure Meinung, eure Stellungnahme dazu zu sehen und zu hören und wie ihr darüber denkt und so, dass wir nicht auf eine Lösung kommen, war mir eigentlich im Vorhinein klar, so, weil das kann man auch einfach nicht von jetzt auf gleich, das geht nicht. So, aber trotzdem ist es wirklich wirklich sehr interessant, mal zu hören. So. Aber Leute, falls ihr nicht noch irgendwas super, super, super Wichtiges jetzt noch irgendwie loswerden wollt, wir sind jetzt bei 2 Stunden. Ich glaube, das ist... das dauert keine Minute. Ja, keine Minute. Raus. To-Do-List, findet ihr das, nutzt ihr das oder nicht? Super. Ja. Zum Tagesabschluss immer. Ich brauche sie. Das ist dieses Quality of Life-Feature, was ich zum Anfang... Ja. Du benutzt sie nicht, oder was? Das ist auch tatsächlich, viele vergessen das oft. Ich sehe es in den Streams immer, die fragen dann immer, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich das und das gemacht habe. Oder dann sage ich immer, guck mal da, die Checkliste, ne? Immer noch mal kurz vor 0 Uhr. Jetzt ist aber vorbei, jetzt ist Schluss. Ja, okay, Leute, ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen, dass wir jetzt hier 2 Stunden gequatscht haben. Wir hätten bestimmt 2 Stunden quatschen können. So. Aber ich glaube, das ist jetzt seit langem der längste Stammtisch gewesen und ich freue mich jetzt schon auf den Upload. Ja, Leute. Längster Upload. Ich bedanke mich nochmal bei jedem Einzelnen, bei Chris, Igniel. Vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst. Deine Meinung als High-Level-Spieler und als einer der Top-Spieler weltweit war mir auch sehr wichtig hier, deswegen danke an dich. Gerne. Bleibt alle gesund, kommt gut ins neue Jahr. Terafin genauso, das freut mich auch sehr, dass du auch dieses Jahr wieder zurückgefunden hast, so auf die YouTube und generell zu Shakes and Fidget als Content zu bringen. Ist auch für sehr viele Leute interessant, mal so ein High-Level-Content zu sehen. Das machen halt nicht viele so, da bist du gefühlt jetzt so der einzige, der 600-Plus-Bereich da ist. Und deswegen auch deine Meinung hier auch sehr, sehr wichtig und danke auch an dich, dass du hier bei dem Stammtisch jetzt auch mit Igni zusammen das erste Mal dabei warst. Ja, sehr gerne und danke, dass ich dabei sein durfte, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Basti Hanrizzle, Dankeschön auch an dich, dass du es noch so knapp geschafft hast hier und die Zeit noch finden konntest. Du hast auch immer sehr coole Sachen und sehr schöne Ideen und zu jedem eine solide Meinung. Deswegen Dankeschön auch an dich, dass du hier dabei warst. Ja, ich danke auch und vor allen Dingen auch, dass so Ignil und Derafim, ich habe bisher auch nicht wirklich was zu tun gehabt. Und ganz kurz danke auch an meine Tochter, die hier so süß schläft, dass ich nicht einmal weg musste, so wirklich. Ja. Schön. Ja, ich freue mich auch sehr, dass es der Mozone hier in den Stammtisch geschafft hat und jetzt auch hier auf YouTube mal vertreten war mit seiner Meinung und seinen Kommentaren, die er hier zu dem ganzen Thema abgegeben hat. Für mich war das so ein bisschen das Gefühl, da vermischen sich so ein bisschen die Welten von YouTube und Twitch und so. Und deswegen auch mit
dir und dem offiziellen Shakes & Fidget Livestream auch definitiv eine Bereicherung für die Szene. Und deswegen auch an dich Dankeschön, dass du hier dabei warst. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr, sehr interessant. Auch vor allem eure Meinung zu verschiedenen Sachen zu hören, weil das oftmals ist man da so verkopft in seinem Thema und kriegt auch vieles andere gar nicht mit. Ich versuche mal noch Videos von euch zu gucken und so und mal hier reinzuschauen, mal das zu lesen, aber so alles kriegt man nicht mit und dann ist man oft mit seiner Meinung irgendwie alleine und dann ist das einfach geil, wenn man sich austauschen kann. Ja, sehr schön. Deswegen. Das war gut gesagt auf jeden Fall. Dankeschön. Und ja, zu guter Letzt, Paul, Dankeschön, dass du auch hier wieder am Start warst. Hast auch sehr gute Vorschläge und Themen hier dazugetragen. Fand ich auch sehr, sehr nice. Und ja, wie immer natürlich vielen lieben Dank, dass du hier auch dabei warst. Kuss auf die Nuss. Ja, Leute, wer bis hierhin geschaut hat und die 2 Stunden ausgehalten hat, ich finde es immer sehr nice, so eine Stammtische aufzunehmen. Einfach, dass man sich mal wieder zusammen in die Runde setzt, aus dem Punkt, dass man die anderen Leute wieder sieht, dass man zusammen mal über die Themen quatschen kann, dass man mal einen gemeinsamen Zeitpunkt hat, wo man sich über sein Lieblingshobby so unterhalten kann. Und wenn ihr das auch feiert und so und das genießen könnt als Video oder vielleicht auch als Podcast oder so, keine Ahnung, das ist auch immer sehr gut genutzt auf jeden Fall. Dann freut mich das auf jeden Fall auch sehr. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Aufnahme.